As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum dritten und letzten Rennen der 50% Miniserie mit den eigens entworfenen Teams, mit den eigens entworfenen Rennstellen am heutigen Tag in Mexiko. Und ich darf schon Stingray, Prinz und Psycho im Chat begrüßen. Vielen herzlichen Dank für diese wohlhabende Begrüßung deinerseits, Psycho. Ich liebe dich auch. Und ja, ich denke mal, wenn wir sagen, wir verschwenden keine Zeit und ich gehe auch schon sofort das Fahrerfeld für den heutigen Tag durch. Für Racing RC, die aktuellen Führer in der Führenden, das ist weniger historisch belastet, in der WM Racing RC mit Big M und Queasy am heutigen Tag am Start, Race Bangers NBG mit Kick, Klack und Yalin, Terra Racing, Battlewolf Geist und O'Reilly'ge Sau, 236X069, Cassie Raisin und RL Acker, Kuckuck Racing mit Beta und Duda am heutigen Tag am Start, Sololy Racing, Mrs. Million, ja, da sehe ich auch alleine, da passt der Name dann perfekt, Flatout Racing mit Krieger, Banana Racing mit Tim und Alex Turtle Racing natürlich dann mit Turtle Nord und Schmidi, Karting gleich Herz, Extra Prinz für heute wieder alleine und Flat In Racing mit Sea of Death und Flick Flack. Nicht zu wechseln mit Klick Klack, auch wenn sie die gleiche Zahl am Ende ihres Namens haben. Und BMW Motorsport mit Robs MC am heutigen Tag am Start. Vielen herzlichen Dank. Genau. Psycho, nehmen dir an Turtle Nord ein Beispiel. Ich bin eine absolut geile Kröte.
Und das wird bitte nicht geklippt. Pfalzgraf, schön, dass du auch den Weg zu uns gefunden hast. Und genauso wie Schmidi. Und jetzt, wo ich schon die Teams angesprochen habe und das Fahrerfeld, können wir auch schon mal einen Blick auf die WM-Wertung gucken. Also, in China mit dem Doppelsieg Racing Blood RC und dann nochmal 45 Punkten in Belgien führen die das Ganze hier mit 44 Punkten hier vor Underground Racing an. Aber das Ganze ist da noch nicht durch, auch wenn Underground Racing heute tatsächlich nicht an den Start geht. Denn sowohl für Banana Racing, als auch für Turtle Racing, als auch für Kuckuck Racing ist hier noch ein Sieg in der Meisterschaft drin. Obwohl das ja quasi unmöglich ist. Racing Blood RC hat den Sieg quasi schon sicher. Also da, die müssten beide DNF gehen und dann wahrscheinlich ein Doppelsieg dann von den ganzen Teams dahinter. Und das wird schwierig, weil mit einem Psycho-Quisi da heutigen Tag an Steuer und auch noch einem Big M sehr konstante Fahrer, die auf jeden Fall talentiert sind und hier das Ding heute ganz sicher nach Hause fahren werden. Underground Racing haben wir nicht am Start. Deshalb, die werden wahrscheinlich sehr viele Plätze nach hinten rutschen. Denn Banana Racing, Turtle Racing und Kuckuck Racing allesamt nur 7 Punkte dahinter. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf werden hier. Oben Platz 2 in der Meisterschaft. Und ich versuche euch ja im Laufe dieses Rennens hier immer versuchen, so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu halten, was die Blitztabelle angeht. Die Tabelle hier werde ich nicht updaten können, weil es zu lange dauert. Aber so ein bisschen mit der Punktehochrechnung versuche ich das alles irgendwie zu machen, um zu gucken, wer hier am Ende auf Platz 2, 3, 4 und 5 hier am Ende rauskommt. Und dahinter ist es ja auch noch eng, denn da haben wir natürlich ja noch Tour Racing auf der 6, 2, 3, 6, X, 069 dahinter, nur 5 Punkte. Race Bangers, MBG und Flatout Racing Team. Punkt gleich auf den Plätzen 8 und 9. Karting gleich Herz mit 17 Punkten. Ja, Flatten Racing mit 8 Punkten. Red Panther F1 mit 4 Punkten. Aber ja, das Team wurde bereits aufgelöst. Und Sound Only Racing und BW Motorsport heute beide samt alleine am Start. Und das Ganze auch noch mit keinem einzigen Punkt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das Ganze hier schnell überschalte. Denn wir sind schon auf der Strecke. Und da haben wir es in Mexico City. Am heutigen Tag ist das Ganze eine sehr schöne Strecke, die auf jeden Fall Spaß macht zu fahren. Alle werden natürlich jetzt mit den roten Reifen fahren. Und ja, wir kauen uns einfach mal, wir schauen uns einfach mal die Strecke an, onboard. Mit dem ersten, der hier die Strecke verlassen hat. Und das müsste Extra Prinz sein. Genau, Extra Prinz heute, wie schon bei allen Rennen zuvor, alleine am Start für das Team Karting gleich Herz oder Lauf, je nachdem, wie man es haben möchte. In der wunderschönen hellgrün-schwarz-weiß-Lackierung. Direkt dahinter, war jetzt gerade nicht ganz bewegt, aber es müsste Casey Raisin sein. Nee, es ist da tatsächlich wahrscheinlich dann Überforderung, Acker. Jawohl, es ist Acker. Der zweite Fahrer im Team 236X069, den ich wahrscheinlich immer noch falsch ausspreche, obwohl ich beim letzten Mal schon darauf hingewiesen wurde, dass ich es falsch gemacht habe. Jetzt habe ich es nicht mit einem Mal gemacht, sondern mit einem X. Und da hat sich bereits der erste verabschiedet, Extra Prinz, auf der Outlap. Deshalb, ja, werden wir uns die erste Runde hier bei Acker angucken. Der ist auch ein absoluter Top-Fahrer. Und von dem werden wir wahrscheinlich dann auch direkt mal eine Top-Zeit erwarten. Und schauen einfach mal, was der hier jetzt in den Asphalt brennen wird. Letzte Kurve. Und dann geht es hier auch schon auf die fliegende Runde hier am Autodrome. Hermann und Rodriguez und so weiter und so fort. Eine sehr lange Start- und Zielgerade. Es ist der längste Weg auch tatsächlich von der Start- und Ziellinie bis hin zur ersten Kurve. Und die Strecke ist auch sehr breit, das heißt, sehr viel Action dann auch schon auf dem Weg in die erste Kurve hier nach dem Start. Nachher an den Scheitpunkt rechts auf der Strecke halten, um dann hier einen besseren Run hier aus dem zweiten Teil der Schikane zu machen. Hier auf die zweite DS-Gerade, direkt darauf hin, die da drauf direkt hin folgt. Aber allerdings nur ein einziger DS-Messpunkt hier dann bei 100 Meter bei 100 Meter Schild anbremsen in die nächste Schikane hier, die darauf hin folgt, in diese, ja,
in das kleinere Stadion, wie man schon sagen kann. Und das Ganze ist ja auch mit Tribünen umrundet in diese Doppelrechtskurve. Den ersten Scheitelpunkt davon leicht zu passen, um den zweiten besser zu hitten. Und jetzt geht's hier in die S-Section hier, die im Spiel sehr schlecht gemacht ist. Denn hier diese Kurve, die ist im rechten Lane. Da musst du ordentlich auf die Bremse steigen. Hier ist es einfach nur leichtes Lopfen. Jetzt hier auf die dritte DS gerade, die auf ihr folgt. Ganz kurze hier anbremsen. Hackst an den Scheitelpunkt ran. Und jetzt geht es hier tatsächlich in die eigentliche Stadium-Section, ins Baseball-Stadion, wo es hier einmal durchgeht, aus dem Stadion dann direkt wieder raus. Letzte Kurve dann nochmal gut mitnehmen. Hier passiert sehr leicht, dass man das Heck verliert, weil man halt, ja, so leicht angewinkelt aufs Gas geht. Und die erste Runde von ihm, ein 1:16:6, ist direkt mal eine sehr solide für ihn. Und Cassie Raisin dann, die beiden direkt hintereinander. Aber das auch dann erstmal nur vorerst, denn da werden ja noch viele andere kommen. Schmidi schafft es nicht, sich da vorne einzuordnen. Aber Turtle Nord, der zweite Turtle Racing-Fahrer neben Schmidi, schafft es direkt bis auf zwei Zehntel an Acker ranzukommen. Die Zeit knackt er noch nicht ganz. Aber ja, wenn man auf dem ersten Run direkt eine ganz gute Zeit rausholt, wie Acker das macht, das hilft natürlich auch direkt dann, das Selbstbewusstsein hochzuhalten. Dann für. Ja. Die nächsten Runden und das Selbstbewusstsein wird hier nicht so hoch sein, denn Robs MC dreht sich ja aus den Essens weg, macht das hier ganz klug, so ein bisschen, um sich rückwärts rollen zu lassen, dass er da nicht disqualifiziert wird. Da hätte er jetzt theoretisch sich wenden können, aber hat er nochmal gewartet, wendet jetzt das Auto, denn die beiden Fahrzeuge, die näher kommen, die sind beide nicht auf der fliegenden Runde, denn das sind Acker und Raisin, die da jetzt um die Ecke kommen. Klick-Klack, der hat seine Runde abgebrochen, denn der hat gecuttet. Und fährt somit dann wieder an die Boxengasse. Und mir fällt gerade auf, dass ihr keinen Ton habt. So, jetzt habt ihr Ton. Hoffe ich. Habt ihr Ton? Funktioniert der Ton? Irgendwie funktioniert der Ton nicht so, wie er sollte. Deshalb, Standard. Doch, Ton funktioniert. Er ist aber nur sehr leise. Okay, da muss ich da mal kurz einen Verstärker reinhauen. Ich weiß gerade nicht, wieso der so leise ist. Aber, da, Verstärkung. Und dann. Jetzt müsste das gehen. Jetzt ist es vielleicht sogar ein bisschen zu laut. Deshalb schalten wir es mal nochmal so 5 Dezibel runter. Und dann müsste das jetzt passen. Von der Lautstärke her. Jalin, erstmal eine Runde in den Asphalt brennen. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Hier aktuell zwar noch letzter von denjenigen, die hier Zeit gesetzt haben. Aber da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Krieger hat sich in der Zwischenzeit auf Position 4 vorgearbeitet. Und wird jetzt wieder an die Box fahren. Bisher innerhalb von 6 Minuten auch nur 7 Leute, die eine fliegende Runde gesetzt haben. Flickflack direkt mal im ersten Sektor. Lila, also absolute Bestzeit da. Somit ist er hier auf einem ganz guten Kurs hier auf der Runde. Verpasst hier leicht den Scheitelpunkt. Hätte auch nochmal außen noch ein bisschen mehr Platz ausnehmen können. Und da rutscht er auch auf dem Heck. Verpasst dadurch auch die nächsten Scheitelpunkte. Also das ist noch keine gute Runde. Und der ritt sich auch durch diese Kurve weg. Wie wir das eben schon bei... Ich habe es tatsächlich vergessen, bei wem es war. Aber wie wir es eben schon gesehen haben. Und ja, die Runde, die wird erstmal nichts mit Formflügelschaden. Wird er jetzt zurück an die Box schleichen. Klick-Klack ist jetzt auch wieder draußen auf der Outlap. Und hier, eine der Top-Favoriten auf die Pole-Position hier am heutigen Tag. Für Blutter Sea Racing. Psycho Quisi. Und da hat sich bereits der nächste gerät aus der ersten Kurvenkombination hinaus. Das ist diese Doppelschikane. Erster Sektor, natürlich, der ist lila. Auch wenn er nur aus einer Kurvenkombination besteht. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Aber ja, wo man am meisten Zeit verlieren oder gut machen kann, das ist eben dieser zweite Sektor. Der ist deutlich aussagekräftiger als der erste Sektor. Und deshalb bleiben wir einfach mal bei Psycho und schauen wir uns an, wie das bei dem aussieht. Dann, dann nutzt er auch den kompletten Platz, den er hier findet. Lässt sich da sehr weit raustragen hier. Und der zweite Sektor, der ist ebenfalls lila. Zeit beim Stehen bei 56 Sekunden und 8000, das ist auf jeden Fall eine starke Zwischenzeit, die er jetzt hat hier in diese Stadium-Sektion jetzt hier hinein, wo es eigentlich nur eine richtige Linie durchgibt. Man nicht wirklich Seite an Seite durchfahren kann. Letzte Kurve nochmal für Psycho und dann dürfte das Provisional Proposition für ihn sein und das ist es auch. Knapp 13 schneller als Acker zum jetzigen Zeitpunkt und schiebt sich da nach vorne.
von Beta. Von dem erwarten wir auch noch was im Kuckuck Racing Fahrzeug. Und der hat da direkt mal das Heck verloren und hat sich da vielleicht auch ein bisschen dadurch erschreckt, dass ich da, dass da Mrs. Million da quer stand. Das war sehr gruselig aus der Sicht von Beta. Also das hätte sehr schnell ins Auge gehen können. Aber es ist gerade nochmal so alles gut gegangen. Prinz mit dem falschen Setup. Hatten wir das nicht schon ähnliches Thema schon in China? Naja. So, Steel of Death. Flat-Out Racing-Fahrer über die Linie. Platz 6 ist es jetzt erstmal für ihn. Ist es Flat-Out Racing oder Flat-In Racing? Ich verwechsel die beiden Teams ganz gerne mal. Das dürfte Flat-In Racing tatsächlich sein. Denn für Flat-Out Racing haben wir nur den RE Krieger am heutigen Tag am Start. Turtle Lord, der ist tatsächlich gerade schon auf seiner zweiten gezeiteten Runde hier. Nachdem knapp die Hälfte des Qualifyings jetzt vorbei ist, möchte er jetzt hier nochmal eine Verbesserung haben. Obwohl die Abstände da vorne schon ordentlich sind. Von Platz 1 bis Platz 5 zu raisen sind das 1,4 Sekunden. Klick-Klack inzwischen hat sich auf Position 4 vorgeschoben. Und Duda jetzt, der zweite Kuckuck Racing-Fahrer an der Seite von RL Beta, jetzt vor auf Position 4. Schalten wir wieder zurück zu Turtle Lord. Der ist schneller durch den Mittelsektor. Aber aktuell wird das tatsächlich nicht reichen, um sich hier eine Position zu ergreifen. Trotzdem lila im Mittelsektor. Und wenn er jetzt einen groben Schnitzer jetzt hier im letzten Sektor drin hatte, hätte das vielleicht werden können. Wird aber nicht, denn da hat er sich zu weit raustragen lassen. Und jetzt ist die Runde ungültig. Schauen wir mal, ob er direkt einen weiteren Schuss hinten dran hängt. Nee. Er fährt jetzt tatsächlich noch mal eine Auslaufrunde, um die Batterie nochmal auszuladen. Denn die dürfte jetzt ziemlich leer gerockt sein. Cassie Raisin hat gecuttet. Das heißt, er wird sich nicht verbessern auf dieser Runde. Krieger, der ist jetzt auf einer fliegenden Runde. Der hat seine fliegende Runde gerade begonnen. Geht durch die erste Kurvenkombination. Da kann man auch leicht cutten. Oder bin ich jetzt zu sehr über die Curbs rampeln, dass man da so weit rausgetragen wird, dass man dann auch zu viel will. Also an sich diese komplette Strecke sehr schwierig zu treffen. Eine Zehntel schneller im ersten Sektor schon mal. Absolute Bestzeit da jetzt. Und bremsen für diese zweifach rechtzeitig den zweiten Schaltpunkt leicht verpasst. Aber der wichtige Teil ist ja jetzt diese S-Section. Sobald man hier die erste Kurve schon nicht trifft, ja, dann ist der Rest eigentlich auch schon vom Arsch. Und da muss man einfach dann hoffen, dass man da nicht cuttet, was er genau jetzt getan hat. Die Runde von Krieger ist ungültig. Genauso wie bei Cutter Racing, der jetzt auch an die Box fährt. Turtle Nord, der ja tatsächlich nicht reingefahren ist. Seine Batterie nicht wieder aufgeladen hat, hat jetzt schon wieder gecuttet. Und wird dann jetzt wieder an die Box fahren müssen, weil er jetzt da mit leerer Batterie da keine Runde wieder setzen kann. Und der fährt da jetzt auch an die Box. Schon wieder sein Teamkollege steht sich jetzt vor auf Position 4, direkt hinter ihm. Nur 14.000stel dahinter. Und Big M in der Zwischenzeit auch vor auf Position 3. Also Acker hier im Blood or Sea Racing Sandwich zum jetzigen Zeitpunkt. Und es sieht sehr gut für die aus, also dass die hier das sich den Titel holen, auch wenn es eigentlich schon klar war, dass hier sich diese Mini-WM, diese Mini-Meisterschaft hier für sich entscheiden können. Aktuell noch vier Fahrer ohne Zeit, unter anderem RL Beta, der jetzt gerade seine fliegende Runde begonnen hat, und Mrs. Million ebenfalls, die jetzt beide über die Linie gehen, um die fliegende Runde zu beginnen. Flick, Flack und Alex, die sind beide noch an der Box und werden gleich mal rausfahren müssen, obwohl jetzt schon zwei Drittel des Qualifyings vorbei sind. Ich muss gerade mal ganz gucken, wie die Qualität hier im Stream ist. Ja, da habt ihr es gerade auch gesehen, mein PlayStation Plus Abonnement läuft bald ab. Heißt, da muss demnächst da mal was kommen. Da steht ein Banana Racing Fahrzeug quer. Das ist RL Tim, der sich in den Essen weggedreht hat. Genauso wie Battlewolf. Nee, es ist nicht Battlewolf Geist, es ist Mrs. Million. Nee, auch nicht. Wer ist das denn? Extra Prinz? Es ist Extra Prinz, der hier auch nochmal das DS-Board mitnimmt. Und das so ein bisschen auf der Strecke verteilt. Er mit dem falschen Setup mal wieder unterwegs.
Und ja, wir Psycho Queasy im Brother Sea Racing Fahrzeug. Der setzt jetzt nochmal eine Zeit oben drauf, eine leichte Verbesserung war es im Mittelsektor und nochmal eine leicht größere Verbesserung dann durch den letzten Sektor. Also der hier einen ordentlichen Vorsprung rausballert. Jetzt mehr als 6 Zehntel sind das hier bereits, die er da vorne Vorsprung hat auf Acker. Und das wird schwierig zu knappen sein, der hier diese Qualifying Session bis zum jetzigen Zeitpunkt absolut dominiert. Am besten im Kampf um Platz 2 sieht es gerade tatsächlich für Turtle Racing aus. Die sind ja hier zum jetzigen Zeitpunkt 2 Punkte hinter Banana Racing, 1 Punkt vor Kuckuck Racing. Und ja, mit den Fahrzeugen auf Platz 4 und 5 sieht das sehr gut aus, dass sie sich hier den 2. Platz sichern können. Aber nun muss man sich erst einmal nach Hause fahren. Das ist natürlich auch wieder eine völlig andere Geschichte. Das wissen die beiden ganz gut, vor allem aus den Erfahrungen von China, wo die beiden auch einen sicheren 4. und 5. Platz nach Hause hätten fahren können, dann der eine oder andere Fehler zu viel und dann haben die da wichtige Punkte weggeworfen und somit ja, müssen sie sich da jetzt ein bisschen mehr durchkämpfen, um sich hier den 2. Platz in der Meisterschaft sichern zu können. Battlewolf Geist auf einer fliegenden Runde hier. Für das Team Zero Racing. Aber der ist deutlich langsamer und das wird keine Verbesserung für ihn. Flickflack hat immer noch keine Zeit gesetzt und das, ja, so langsam ist mal Zeit für ihn, dass er eine Zeit setzt. Das gleiche gilt für Mrs. Million, Beta und Alex, die es auch allesamt noch nicht geschafft haben. Am wichtigsten natürlich dann für Beta und Alex im Kampf um Platz 2 in der Meisterschaft. Vor allem, wenn er jetzt Turtle Nord und Schmiedi da jetzt bereits so ein Brett hingelegt haben und sich nach da vorne gekämpft haben. Flickflack, der hat jetzt schon mal eine Runde gesetzt. Zeit wird nicht mehr genug sein, um sich einen neuen Satz Reifen zu holen. Und jetzt muss er die ERS, muss er die Batterie irgendwie noch aufgeladen bekommen für einen zweiten möglichen Run. Und da hinten, da kommt auch schon Alex. Nee, das ist gar nicht Alex, das müsste dann Tim gewesen sein. Auch nicht, wer war das denn? Kann ich gerade nicht ganz genau beantworten, aber hier Beta, Kuckuck Racing, der Kampf um Platz 2 ist weiterhin heiß für die. Die sind nur 3 Punkte hinter Banana Racing, 1 Punkt hinter Turtle Racing. Aber dazu muss man halt beide Fahrer weit vorne haben. Duda, der ist jetzt auch nochmal auf der Outlap, um sich dann gleich jeder mal zu verbessern. Jetzt läuft die Beta leider auch auf ein bisschen Verkehr hier auf, nämlich auf Steel of Death oder Flickflack hier. Es ist Steel of Death hier, auf den er aufläuft. Und Prinz ist wieder mit dem Dreher. Aus der letzten Kurve hinaus. Da kommt noch zum Glück dann keiner mehr. Wo er eine Gefahr sein könnte. Und Peter dreht sich schon wieder in den ersten Zweck, wie er es eben schon gemacht hat. An der exakt gleichen Stelle räumt denn hier das Brett nochmal mit. Also, ganz schwierige Ausgangssituation hier für Kuckuck Racing. Die jetzt hier mit einem Fahrer ganz am Ende des Feldes starten müssen. Zumindest wenn Alex hier seine Runde zusammenbekommt, ja, dann ist es sicher für die, dass die ganz am Ende des Feldes sein werden. Dann darf Alex hier nur keinen großen Fehler mehr machen und auch nicht mehr cutten. Denn für die ist natürlich jetzt auch wichtig, da irgendwie nach vorne zu kommen in der Meisterschaft. Letzte Kurve für Alex, die Runde war sauber und die Runde wird auch gültig sein über den Seitenstrich. Aber das reicht nur für Platz 13. Kommt da noch was von Tim hier oben den Kopf um Platz 2, Tim? Ja, nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das war tatsächlich auch nur die Outlap, denn das ist der altbekannte Bug, dass das nicht richtig angezeigt wird und dann die Outlap zu früh abgebrochen wird. Hier, Big M auf der fliegenden Runde. Acker, der geht gerade durch den letzten Sektor um, gleich dann auch seine letzte fliegende Runde zu Beginn. Psycho, der ist bereit auf der fliegenden Runde. Das hier vorne ist der Kampf um die Pole Position. Turtle Nord dahinter, der jetzt auch seine nächste fliegende Runde begonnen hat. Die sind jetzt alle hier auf dem Weg für die Runde. Um hier die Zeit nochmal irgendwie zu verbessern. Psycho, der ist ein bisschen langsamer im ersten Sektor, aber der muss sich nicht unbedingt verbessern. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Peter, der hat jetzt die Session aufgegeben. Und wird somit sicher vom letzten Platz aus starten. Sehr bitter für Kuckuck Racing. Acker, der geht jetzt ebenfalls auf seine fliegende Runde hier, um irgendwie da an Psycho da vorne ranzukommen. Big M
Für den geht es jetzt ebenfalls auf die fliegende Runde. Also, hier der Kampf um die vorderen Plätze von Psycho bis hin zu Schmiedi. Platz 1 dürfte besiegelt sein. Aber der Kampf um Platz 2 hier, den zweiten Platz hier in der ersten Startreihe, der jetzt auf jeden Fall noch heißt, Turtle Nord, Lila Mittelsektor zum jetzigen Zeitpunkt, wäre das auch Platz 2 hier. Für das Rennen dann gleich. Dann jetzt keinen großen Fehler mehr machen. Und dann war das eine sehr saubere Runde von ihm hier, vom Turtle Racing Fahrer. Letzte Kurve, über den Seitenstrich. Und das reicht für Platz 2. Mit einer 1:16.3.6.3. Psycho, der hat abgebrochen. Da kam keine Verbesserung mehr. Akka hat einen Fehler gemacht. Das heißt, da wird auch nichts mehr kommen. Schmiedi nicht mehr schneller. Aber Tim, der war hier noch schneller. Hat sich auf Platz 6 vorgeschoben. Und Big M, der ist auch nochmal ein bisschen schneller, zwar nur 800stel, aber das könnte, wenn er jetzt hier noch was Großes raushaut, noch reichen, um hier möglicherweise sich Acker zu schnappen. Turtle Lord dürfte aus der Reichweite sein, aber vielleicht schafft er es noch, sich um einen Platz hier in der zweiten Startreihe nach vorne zu schieben. Reicht es für Big M für Platz 3? Es reicht nicht ganz, da, eine minimale Verbesserung, die er da noch raushaut, aber ja, viel ist es dann nicht. Duda, seine Runde ebenfalls gecuttet für Kuckuck Racing. Klick lag dann auf der 9 und somit dürfen dann alle durch sein. Jalin, der ist noch auf der fliegenden Runde, aber der ist langsamer und wird sich nicht mehr verbessern können. Oh ja, dem ist so extra Prinz. Kann der vielleicht noch was raushauen? Nee, Session aufgegeben. Also, damit ist das Qualifying-Ergebnis amtlich. Psycho holt sich hier die Pole Position. Und das mit einer unglaublichen Dominanz. Und, wie ich gerade höre, stand extra Prinz hier. Klick lag ordentlich im Weg. Ja, und das ist natürlich sehr bitter, vor allem, wenn man eine Superzeit dann da raushaut. Und dann, ja, steht dann einer so im Weg. Aber das Qualifying-Ergebnis. Psycho, Queasy für Blutter Sea Racing auf der 1 und dann Turtle Nord. Sehr starkes Ergebnis für Turtle Racing. Und es sieht sehr gut für die aus, zumindest jetzt nach der Qualifying-Session, dass die sich hier Platz 2 in der Meisterschaft holen können. Einen wunderschönen guten Abend an RS, an Rico. Der Papa ist zurück und das freut uns natürlich alle. Und Stilis Mom, guten Abend, dass du auch den Weg in den Chat gefunden hast. Aber ja, hier haben wir nochmal das Ergebnis aufgereiht. Psycho für Blatter Sea Racing auf der 1, dann Turtle Nord für Turtle Racing auf der 2. Acker auf der 3, Big M. Ebenfalls Blatter Sea Racing auf der 4 und Schmiedi dann der zweite Turtle Racing Fahrer auf der 5. Also super Qualifying-Ergebnis für die und es wird deutlich einfach für die als für Tim im Banana Racing Fahrzeug und auch für Alex, der auch nur auf Platz 13 startet, um sich hier den zweiten Platz zu holen. Krieger dann auf der 7, Duda, Kuckuck Racing, ja, die haben sich auch mehr erhofft. Mit Duda auf der 8 und Peter auf der 19, Klicklackdang, der anscheinend dann von Extra Prinz behindert wurde. Raisin dann auf der 10, Steely dann auf der 11, Battle of Geist auf der 12. Alex auf der 13, Mrs. May auf der 14, Flick Flack, nicht zu verwechseln mit Klick Klack auf der 15, Robs MC auf der 16, Jalin auf der 17, Extra Prinz auf der 18 und Beta dann auf dem letzten Platz auf der 19. Das ist sehr frustrierend für den. Und Stingray, der jetzt zum zweiten Mal bereits an diesem Abend im Chat Hallo sagt. Das hast du schon mal gemacht, tatsächlich. Trotzdem nochmal hallo zusammen. An dich und ich kann jetzt ja auch nochmal die Tabelle hier einwerfen. Da haben wir es. Racing Blood RC auf der 1. Warte, jetzt kann ich das auch noch so schön davor schieben. Oder noch besser. Tada. Oh, da haben wir es. Boah, hier absolute Professionalität hier am Start. Schade für den Cut in der zweiten Runde. Ja, das ist halt das ganz große Problem. Wenn man dann halt so einen Cut reinballert, dann ist das Ganze... Ja, dann ist einerseits dann der Druck höher, dass man dann irgendwie noch was reißen muss. Dass man einfach dann nicht diese Banker-Lab hat. Und vor allem, wenn dann noch eine große Verbesserung drin war. Aber guckt euch mal diese Professionalität hier an. Also, das ist unglaublich. Also, Blood RC Racing, oder Racing Blood RC... Die haben den ja, Sieg in der Meisterschaft schon quasi sicher. Underground Racing, die werden viele Plätze heute verlieren. Das kann ich euch versichern.
Denn die sind am heutigen Tag mit keinem einzigen Fahrer hier am Start. Start ist um 28. Während ich hier komischerweise immer noch in diesem Bildschirm drin bin. Ich weiß nicht, ob das bei euch, also bei denjenigen auch so ist. Ich guck mal bei Klicklack rein. Nee, tatsächlich warten wir noch auf Spieler, dass die, also, ob das irgendein neues Update ist, ich weiß es nicht. Und wir haben mal wieder einen guten alten Lobby-Bug bei Codemasters. Dass das Ganze nicht geladen ist, also das Ganze würde ich auch nicht verzögern. Für uns jetzt kommt das Ganze. Und jetzt geht's weiter. Keine Ahnung, warum das jetzt so lange gedauert hat. Voice Crack. Also, sind auch noch im schwarzen Ladescreen. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt irgendwie... Hat's jetzt funktioniert, Schmidi, bei euch? Es wäre ganz gut, das da mal kurz durchzugeben. Denn hier sind wir auf der Strecke. Ob das dann bei euch so ist, weiß ich nicht. Jo, alles gut. Okay, dann... das Ganze ja dann doch noch gehen. Jetzt am Grid. Wunderbar. Also, hier haben wir unsere wundervolle Tabelle. Mit der ich gerade sehr viel Spaß habe. Die ich einfach mal hier unten in die Ecke platziere. Unter das Ganze natürlich. Also, Racing Lot SC auf der 1. Die haben mit 1 und 4 im Grid eigentlich den Titel absolut sicher. Underground Racing, die werden mal mindestens auf Platz 5 zurückfallen. Das kann ich euch eigentlich... mit 100%iger Wahrscheinlichkeit versichern. Banana Racing, dann auf der 3. Die aktuell noch auf der 3 sind. Turtle Racing dann auf der 4. Zwei Punkte dahinter. Mit wahrscheinlich der größten Chance hier am heutigen Tag. Sich die Meisterschaft zu holen. Mit den Grid-Positionen. Unter anderem natürlich auch mit Turtle auf der 2. Schmiedi, glaube ich, auf der 5. Ich habe es gerade nicht mehr, glaube ich, nicht mehr ganz richtig im Kopf. Auf jeden Fall mit der größten Chance. Und ja, für Kuckuck Racing, für die sieht es gar nicht gut aus. Mit Startplatz 8 und Startplatz 19. Beta, der es da ordentlich verhauen hat. Van Duda, ja, kann man jetzt nicht ganz einschätzen. Aber ich denke mal, mit der Startposition 8 kann man ganz zufrieden sein. Vor allem, wenn dann, vielleicht ein bisschen Chaos ist. Dann hat man da ein bisschen Glück, kommt man da schnell durch. Und plötzlich ist man dann schon auf Platz 4 oder 3. Passiert sehr schnell. Dann Turtle Racing auf der 6. 2, 3, 6X und 069. Mit einer guten Chance, hier sich heute zu verbessern, mit Akka, der auf jeden Fall schon eine starke Pace gezeigt hat. Race Bangers MBG, dann Platz gleich mit Flat Out Racing Team mit 27 Punkten. Karting, gleich Herz, Love, mit 10, mit 17 Punkten auf der 10. Flat in Racing, 8 Punkte. Red Panther F1, ja, nicht mehr am Start, trotzdem 4 Punkte rangeholt. Ich meine, ist ja auch ein Erfolg. Dann Solo Only Racing. 13 und BMW Motorsport, beide am heutigen Tag alleine am Start mit Drops MC und Mrs. Million mit noch keinem einzigen Start. Salü, warum, ich weiß nicht warum, du bist schon der Zweite am heutigen Tag, der sich zweimal begrüßt. Und dann geht's gleich auch schon los, das heißt, wir können dann die Supertabelle wieder einfahren. Wow! Also, da sieht man einfach mal, wie super vorbereitet ich heute bin. Das ist echt unglaublich. Ja, und hoffen mal, dass wir diese Kameraperspektive dann auch gleich beim Rennstart haben. Und, ja, hier haben wir es. Das wunderschöne Feld mit den wunderschönen Custom-Lackierungen, Psycho-Quizy auf der 1. Und dahinter dann Turtle Nord. Vielleicht kann er ihn direkt in Kurve 1 angreifen. Vielleicht schießen sie sich beide direkt in Kurve 1 ab. Wäre alles, ja, ich wollte gerade sagen, lustig. Für diejenigen dann, für die beiden dann nicht so lustig. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich glaube, ich lasse dich einfach mal mit den Bildern alleine. Das ist ein bisschen laut.
für irgendeine spannendere Musik, die aufbaut, nicht MI 2020 Game Musik. Haben wir hier noch was Besseres? Egal, gut, dann lasse ich euch nicht mit den Bildern alleine. Also hier die vorgeschlagene Strategie, entweder die 1-Stop oder die 2-Stop, wir werden... Da habe ich euch jetzt aus Versehen mit den Bildern alleine gelassen, denn ich habe ein Mikro aus der Büchse rausgerissen. Wir werfen jetzt ganz mal schnell einen Blick auf die Reifen. Wir haben hier alle Sachen auf die Mediums, bis auf Mrs. Million, Yalin und Beta, die auf den Harten starten. Alles wird hier heute eine 1-Stop sein, es sei natürlich Safety-Car-Phasen. Die ganzen Safety-Car-Phasen sagen dann, nö, wird keine 1-Stop. Das ist auch eine interessantere Kameraperspektive, die wir hier haben. Aber wir bleiben aber mal bei Tim, denn das ist einigermaßen akzeptabel, was wir hier bekommen. Also, dass man überhaupt mal eine verschiedene Kameraperspektive bekommt, ist bei Codemaster selten und zum jetzigen Zeitpunkt nur Steely, der es nicht geschafft hat, richtig einzuparken. Und da hinten, da kommen noch ein paar, nämlich Extra Prinz und Beta, die sich ganz viel Zeit gelassen haben. Die sagen, ja, ja, wir haben hier Zeit. Und Extra Prinz, der jetzt auch über die Startbox gefahren ist. Ja, ja, Beta, alles gut. Wir haben Zeit, gar keinen Stress. So, also. Da ist das Feld. Da sind die roten Lichter und da geht es los zum dritten Rennen der Miniserie hier in Mexiko. Töttler mit dem deutschen Start gegenüber Psycho, der sich direkt Seite an Seite mit ihm setzen konnte. Und jetzt der Run in die erste Kurve. Kann der Hacke vielleicht möglicherweise aus dem Windschatten da profitieren. Da gehen bereits die ersten aufs Gras. Aber musste dann Töttler wieder ein bisschen zurückstecken. Hacke jetzt Brown die Outside in die erste Kurve. Und Kombination hat jetzt wieder die Innenseite hier für die Kurve. Trotzdem kann das Töttler da irgendwie machen. Die beiden sind immer noch Seite an Seite. Und Töttler kann jetzt vorher erstmal die Position verteidigen. Obwohl Hacke da jetzt aber den Run hier durch, jetzt aber die das zweite gerade durchmacht. Hinten hat sich Knickler gedreht, bitter für ihn und das Feld ist bereits ordentlich entzerrt und die beiden sind immer noch Seite an Seite. Was ein Battle hier durch die ersten paar Kurven dieses Rennens zwischen den beiden. Aber jetzt konnte sich Acker durchsetzen. Es sah im ersten Moment so aus, als hätte Turtle Lord hier den besseren Starter erwischt als Acker. Trotzdem konnte er dann da trotz des Windschattens, also das heißt trotz des Windschattens, er hatte keinen Windschatten hier, konnte er überhaupt nicht mithalten und Psycho, naja, da hatte dann einfach dann weniger Drag dann hier auf der Gerade und konnte somit dann besser mitkämpfen. Jetzt saugt sich Turtle da wieder im Windschatten ran, der Psycho zieht da vorne dann bereits wieder weg, erster Dreher jetzt bereits in den S-Kurven hier und wir können dann auch direkt mal den Abstand einschalten hier und da ist überall sehr eng. Wir sehen ja auch schon, Bruder ist bereits vorgekommen, auch Position 5 wie angekündigt. Das kann hier sehr schnell passieren. Noch Alex, der hat bereits 3 Positionen hier verloren, ist zurückgefallen auf Platz 9, direkt dahinter sein Teamkollege, der Tim. Und Alex, der saugt sich direkt hier mal auf der geraden Rand in sein Banana Racing Fahrzeug hier an Steel of Death im Flat In Racing Fahrzeug. Saugt sich ran, kann es hier in die erste Kurve machen. Da reicht da der Windschatten da, um ein Manöver setzen zu können. Nein, er zeigt sich mal auf der Innenseite. Reicht dann aber nicht. Drops MC jetzt vorbei an Flickflack noch vor der ersten Kurve. Flickflack kann da dann auch nichts mehr machen. Dann auf der Außenseite. Drops MC somit vor. Und Klicklack hat sich bereits den ersten Fahrer geschnappt. Extra Prinz, der Klicklack im Qualifying im Weg stand. Aber hier vorne weiterhin alles unverändert. Psycho, der hier einfach direkt mal zeigt, dass er hier der dominante Fahrer ist. Und der hier, wenn alles nach Plan läuft, er derjenige sein wird, der das Ganze hier gewinnen wird. Dahinter dann Acker und Turtle Lord. Und hinten hat er gedreht. Das ist Duda. Und somit wird es nicht einfacher für Kuckuck Racing hier, um sich hier den zweiten Platz zu holen. Dafür aber Peter bereits vorgekommen auf die 12 hier in seinem Fahrzeug, der jetzt bereits 7 Positionen gut gemacht hat. Und Duda, der fällt jetzt auf den letzten Platz zurück. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir den Sieg von Racing Battle C, was ja eigentlich sowieso schon klar war. Dahinter dann Turtle Racing und dann Banana Racing mit Alex und Tim, auch wenn die gerade noch auf Platz 8 und 9 sind. Trotzdem würde das zum jetzigen Zeitpunkt reichen, denn die beiden Cuckoo Racing Fahrzeuge, ja, das sieht nicht gut aus, zumindest im jetzigen Zeitpunkt. Aber für Banana Racing ist ja auch noch nicht allzu weit mit Platz 2 in der Meisterschaft. Da ist der ein oder andere Fehler zu viel dann bei den beiden Turtle Racing Fahrzeugen. Und dann ist das hier ganz schnell vorbei. Und Battlewolf Geist, der drückt da auch schon hier hinten bei Schmiedi, obwohl ich glaube, dass Schmiedi an ihm vorbeigezogen ist. Und somit heißt es dann jetzt für Schmiedi, sich da so schnell wie möglich absetzen und ins DS von Big M kommen.
Edward Geist probiert sie mit einer anderen Linie, kommt er auch raus. Das hat möglicherweise jetzt ihn auch schon seine erste Verwarnung gekostet hier. Nachdem er da zu weit rausgekommen ist. Hat es mit der anderen Linie probiert, aber davon lässt sich dann Schmidi nicht beeindrucken. Duda ist jetzt auch schon bereits vorbei an Extra Prinz. Und da hat die eine geredet, das ist die Leader Death im Flat-In Racing Fahrzeug. Bitter für die. Denn für die geht es auch noch was in der Meisterschaft. Die haben bisher nur 8 Punkte. Und für die müssen jetzt so viele Punkte wie möglich nach Hause fahren, um gegen Karting gleich Liebe oder Herz zu konkurrieren. Fällt hinter seinen Teamkollegen zurück und hat jetzt auch keinen Frontflügel mehr. Mrs. Million und Jalin, die sich hier ein Battle liefern. Und Mrs. Million kann sich da erstmal durchsetzen. Und jetzt steht da leider Steel of Death, Mrs. Million ein bisschen im Weg rum. Und das ist vielleicht wieder die Chance für Jalin, mal wieder frei zu kommen. Hat dann aber zu viel Momentum. Und muss da aufpassen, dass der da Mrs. Million dann nicht hinten reinknallt. Und dann kommt er auch schon Klicklack dran. Der Teamkollege von Jalin schiebt sich dran vorbei und ist möglicherweise auch noch mit dem besseren Run möglicherweise auch noch vorbei an Mrs. Million. Problem ist, Mrs. Million hat auch noch das DRS abgeschnaubt. Und somit muss ich Klicklack erstmal dahinter einreihen. Jetzt der Platztausch bei Banana Racing. Tim sagt, er ist schneller. Und somit lässt Alex ihn vorbei. Battle of Geist lässt sich weiterhin ein bisschen von Schmidi ziehen und Klicklack. Jetzt ist Klicklack vorbei an Mrs. Million. Obwohl das Ganze hier noch nicht durch ist. Hier Rad an Rad hier durch die Kurvenkombination. Mrs. Million verlässt er die Strecke. Bleibt somit vorne. Und Klicklack muss sich erstmal dahinter einreihen. Rubs im Ziel, der drückt jetzt hier auch gegen Beta, nachdem Beta da sich bereits durchs Feld gekämpft hat, bereits 8 Positionen gut gemacht hat. Aktuell auf Platz 11. Würde jetzt für Kuckuck Racing aber nur reichen, um an Underground an Underground Racing vorbeizukommen. Und Robson C, der Dreher hier aus der letzten Kurve und erwischt da Dudu auch nochmal leicht, der da nicht mehr ganz ausweichen konnte. Kein Frontflügelschaden, aber davon getragen. Für Duda. Und da hat sich bereits der nächste Gerät. Nee, das ist Extra Prinz, der hier bereits überrundet Platz macht. Und damit natürlich eine gelbe Flagge auslöst. Die jetzt auch noch bitter für Klicklack war, weil er jetzt unter dieser gelben Flagge nicht überholen konnte. Jetzt hat er aber erneut das DS. Dürfte aber zu weit weg sein, um hier ein Manöver fahren zu können. Gegenüber Mrs. Mayen, keine Sorge, ich halte hier auch nebenbei. Die Augen offen, da vorne da das Battle zwischen Turtle Nord und Akka und hier vorne auch die ganzen Battles hier. Die Banana Racing Fahrzeuge kamen jetzt nicht bisher am Battle of Geist ran. Kazi Raisin, die erste 30-minütige Zeitstrafe am heutigen Tag, geht an ihn, Teamkollegen von Akka bei 236X069. Battle of Geist ist jetzt aus dem DS-Fenster von Schmidi ausgefallen. Heißt, das wird einfacher jetzt für die beiden Banana Racing Fahrzeuge da aufzuschließen, weil der nicht mehr den Vorteil des DRSs hat. Und hier sind sie weiterhin alle an einer Perlenkette aufgeschnürt. Psycho setzt sich da vorne ab. Turtle Lord geht da weit raus. Hat ihm möglicherweise auch seine Verwarnung gegeben. Aber der schafft es einfach nicht an Acker vorbei. Trotz des DRSs. Womit jetzt eigentlich nicht zu rechnen war. Aber das spricht dann dafür, dass er ein High Downforce Setup hier gewählt hat. Ein deutlich höheres als hier die Fahrer um ihn herum. Denn wir haben auch mit dem Start gesehen, er hatte eigentlich den besseren Start als Psycho. Konnte da trotzdem noch wenig machen, da auf dem Run dann eben die erste Kurve. Wir sehen auch, der hat hier deutlich mehr Grip hier. Durch die Essens hindurch. Zeigt sich da jetzt aber erstmal auf der Innenseite. War da sehr nah dran. Schiebt der Acker fast an. Aber da war er dann doch noch zu weit weg, um ein Manöver setzen zu können. Und wenn er es jetzt schafft, hier nah dran zu bleiben und einen guten Exit hier aus der letzten Kurve zu bekommen, dann wird das vielleicht was in die erste Kurve. Für ihn mindestens Medien dreht sich aus den Essens weg. Und ist somit weg vom Fenster. Also der ist offen für Turtle Nord. Der saugt sich daran an Akka. Wird das reichen, um jetzt hier möglicherweise eine erste Manöver fahren zu können? Gegenüber den Piloten setzt sich auf die Innenseite in die erste Kurve. Und ist somit erstmal vorbei
Obwohl, Lack jetzt hier mal probiert mit dem Switchback gegen ihn, um jetzt den besseren Exit hier aus der ersten Schikane hinaus zu bekommen, bekommt er den besseren Run. Problem ist, hier gibt es nur einen einzigen DS-Messpunkt und da war Turtle Lord dahinter. Somit keine Chance mehr für Acker, da vorbeizuziehen ohne das DS. Und das Safety Car ist jetzt draußen. Und somit die Chance für allesamt auf dem Mediums, obwohl das jetzt noch sehr früh ist, jetzt einen Boxenstop setzen zu können. Kuckuck! Jawohl! Rico. Ja, denn Duda hat's leider weggedreht. Zurückgefallen auf Position 15. Dafür konnte sich Beta einigermaßen gut nach vorne kämpfen. Aber dadurch, dass Safety Guide draußen ist, vielleicht nutzen hier einige die Chance, an die Box zu kommen. Mrs. Medium in der Box. Bedingt aber durch Frontflügelschaden nach dem Dreher in den S-Kurven. Und gucken wir aber mal, ob es irgendwer wagt, an die Box zu kommen. Und dann versuchen, mit den harten Reifen durchzufahren. Bei Kuckuck Racing könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, weil die müssten jetzt irgendwas riskieren, um da in der Meisterschaft wieder nach vorne zu kommen. Nach hinten haben sie wenig zu verlieren. Acker, der kommt rein an die Box. Also, der ist hier der Erste, der es wagt hier, an die Box zu kommen. Mal gucken, ob der jetzt hier eine 2-Stop möglicherweise sogar fährt. Oder ob der jetzt auf die harten Reifen hier wechselt. Und das sind die harten Reifen, die hier paratgestellt sind für den Fahrer hier. Und genauso sein Teamkollege Rassi Racing ebenfalls an der Box. Genauso wie Krieger für Flatout Racing. Somit zum jetzigen Zeitpunkt 3 Fahrer an der Box. Und er fällt tatsächlich nur auf Position 9 zurück. Da hinten Konflikt Flak. Da wo ist die Linie? Da ist die Safety Car Linie. Und da war Acker davor und somit fällt Acker nur auf Platz 9 zurück. War das jetzt der richtige Schachzug von ihm? Die Mediums dürfen zu diesem Zeitpunkt im Rennen noch schneller sein. Da muss man einfach nochmal gucken, wie sich das Ganze dann hier entwickelt. Sehr interessanter Sticker hier, den Tim hier über seinem Halo einmal quer gezogen hat. Und somit dann die ersten vier Fahrer. Racing Blood RC mit Psycho und Big M. Und Turtle Lord zwischen den beiden. Und sein Teamkollege Schmidi dann auf Platz 4. Es sieht super aus für Turtle Racing. Zum jetzigen Zeitpunkt hier sich Platz 2 in der Meisterschaft zu angeln. Und vielleicht schaffen es die beiden ja noch irgendwie beide Racing Blood RC Fahrer abzuschießen. Und ist dann den Doppelsieg. Und dann ist tatsächlich auch noch Platz 1 in der Meisterschaft drin. Aber das ist gut. Ticketsystem gibt es hier natürlich auch noch in der Miniserie hier. Im letzten finalen Rennen hier. Tabelle kann ich ebenfalls nochmal einblenden. Also, wie wir hier sehen, sieht super aus für Racing Blood RC. Sich hier den Titel zu sichern. Also, der kann eigentlich. Also, ich weiß nicht, was da alles schief gehen muss, dass sich hier die Titel nicht holen. Banana Racing, die werden zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 3 bleiben und Turtle Racing schiebt sich vor auf Position 4 der Underground Racing, ja, am heutigen Tag mit keinem Fahrer am Start ist. Turtle Racing, auch nur mit einem Fahrer, da Uridige Sau kurzfristig abgesagt hat. Somit wird es für die schwierig, da jetzt möglicherweise noch Underground Racing oder möglicherweise dann auch Kuckuck Racing dann zu konkurrieren. Die werden das wahrscheinlich auf diesem sechsten Platz bleiben. Oder möglicherweise sogar noch einen Platz nach hinten fallen. Denn wir haben ja dann noch 236X069 mit Acker, der jetzt möglicherweise mit der riskanten Strategie sich hier noch den Sieg holt. Prinz, vielleicht Traktionskontrolle aktivieren? Ist das vielleicht, also, weiß nicht, ist die gebuggt, dass die nicht aktiviert ist? Vielleicht Traktionskontrolle aktivieren, falls sie irgendwie aus dem Grund nicht aktiviert ist? Und Safety Car kommt rein, somit fahren wir die Tabelle wieder ein. TK ist komplett. Dann kann ich es dir auch nicht erklären, warum dann ständig sich dein Heck wegdreht. Wenn die Traktionskontrolle aktiviert ist. Also, wir haben Psycho, der das Ganze hier anführt. Wann wird er aufs Gas gehen?
Er macht hier sehr langsam, wärmt dann noch die Reifen ein bisschen auf und ja, lässt sie alle so ein bisschen hinter sich zusammenstauen. Und jetzt geht er aufs Gas. Psycho drückt durch und Schmidi, der kommt rein. Schmidi fährt an die Box hier mit, hat er eine Strafe oder so? Ja, eine 3-Sekunden-Strafe, aber das war's auch. Keine Ahnung, ob er jetzt hier an die Box fährt. Und vorne der Positionswechsel mit Gem vorbei an Turtlenaut. Und so, und jetzt Doppelführung für Racing Blood Earthsea. Und Tim probiert es ja auch gegen Battle of Geist. Da habe ich ein bisschen mit der Kamera verkackt. Und Tim vor auf Position 4. Das könnte jetzt möglicherweise der Wendepunkt hier sein. Denn, ja, die werden, Schmidi, der ist jetzt ganz am Ende des Feldes. Und muss das jetzt hier irgendwie aufholen. Klicklack jetzt hier zum zweiten Mal. Nach einem Restart. Sehr weit zurückgefallen. Ja, der Teamkollege ebenfalls mit dem Dreher. Und Schmidi, der ist dann da ganz auf dem letzten Platz. Ist das vielleicht der entscheidende Fehler, dass man es hier vergeigt hat, unterm Safety Car bereits reinzukommen? Man dachte, okay, der Safety Car bleibt vielleicht noch eine Runde draußen. Weder jetzt mit der ersten 3-sekündigen Zeitstrafe. Aber das war ein super Safety Car Restart für das Racing Brothers Team, die jetzt hier sich die Doppelführung geschnappt haben. Turtle und der von hinten drückt. Jetzt muss er hier irgendwie die Punkte holen. Denn Tim und Alex, die sind direkt dahinter auf Position 4 und 6. Und Schmidi, Schmidi hatte eine Durchfahrtsstrafe. Das hatte ich ja komplett übersehen. Deshalb ist Schmidi an die Box gekommen mit einer Durchfahrtsstrafe. Schmidi mit der Durchfahrtsstrafe. Deshalb musste er sich nach ganz hinten durchreihen. Das erklärt, weshalb auch noch die neuen roten alten Mediums hat. Also muss Turtle Lord das jetzt hier irgendwie retten hier. Für das Turtle Racing Team. Und ich hab's gesagt, es kann sehr schnell passieren, dass das Ganze hier durcheinander gewirbelt wird. Big M geht da zu tief durch die Kurve. Und ich kann mal kurz rechnen, wie das Ganze jetzt aussieht. Turtle Racing zu jetzigen Zeitpunkt vorm Rennen. 2 Punkte dahinter. Mit seinem jetzigen dritten Platz würde er 25 Punkte sich sichern. Banana Racing 45. Nee. Ich kann nicht rechnen. 40 Punkte. Und somit ist aktuell Banana Racing wieder auf Platz 2. Und ich sag's ja, so schnell kann's gehen. Ein Fehler. Einfach weg vom Fenster. Und sofort ist das Ganze hier auf den Kopf gestellt. Und da war dann einfach der entscheidende Fehler dann da, der es jetzt möglicherweise Turtle Racing gekostet hat. Aber es sind ja noch 25 Runden zu gehen in diesem Rennen. Und so wird noch alles drin für Schmidi, dann noch die ein oder andere Safety-Gefahr, die dann für ihn möglicherweise in die Karten spielen könnte. Und dann ist das hier sehr schnell wieder eine Möglichkeit, um sich da irgendwie wieder zurückzukämpfen. Zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem sind die beiden 17 Punkte hinter Banana Racing. Krieger jetzt vorbei an Flickflack. Und weil Robson C an der Box ist, holt sich hier die Mediums, obwohl ich habe gerade Schmidis Punkte nicht mit einberechnet, aber das sind nur 6 Punkte und somit sind es 11 Punkte, während Robson C in der Box aufgibt, sind es 11 Punkte, die zum jetzigen Zeitpunkt Turtle Racing auf Banana Racing fehlen. 11 Punkte, die man jetzt hier irgendwie noch finden muss, wenn die drei da vorne ihre Position halten würden bis zum Ende des Rennens, müsste Schmidi, ich schalte mal wieder nach vorne um, müsste Schmidi bis auf Platz, wo haben wir es denn? Wir sind auf Platz 6 vorfahren und müssen somit dann auch vorbei an Alex. Also der, der jetzt hier sich irgendwie zurückkämpfen muss. Turtle Lord, der drückt da jetzt bereits hinten an Big M. Nachdem Big M hier am Safety Car Restart ihn überholt hat. Turtle Lord, das DS ist jetzt wieder viel aktiviert. Da haben wir es, DS offen bei ihm. Und er wird sich ransaugen am Big M, aber das wird nicht reichen. Dafür ist er zu weit weg und dazu hat er einfach ein zu hohes Downforce-Setup, da hat er dann zu sehr auf die Downforce gesetzt. Aber das Safety Car so unlogisch. SC wegen Lauflage, du warst nicht der Einzige, der sich da weggedreht hat. Mrs. Million auch noch und noch irgendwer anders. Während es sich Steel Up Death und Cassie Raisin da hinten geben, das hatte ich leicht übersehen. Cassie Raisin kann sich da erstmal durchsetzen, weil Steel Up Death da zurücksteckt und Duna
der sich hier duelliert mit Flickflack, saugt sich da wieder ran. Im DRS ist da erst vorbeigekommen, auf der hat sich gerade, musste da jetzt wieder zurückstecken. Probiert jetzt hier mit dem besseren Run hier aus der Kombination mit dem Switchback. Setzt sich auf die Hinseite gegen Flickflack. Klappt das Manöver hier mit dem Switchback? Es klappt tatsächlich für Duda. Wunderschönes Manöver hier vom Kuckuck Racing Fahrer. Genau das ist Racing, wie wir es sehen wollen. Die Fahrer lassen sich gegenseitig Platz und dann solche Manöver. Das war richtig geil von Duda hier. Lücke jetzt hier vorne weitergeschlossen zwischen Turtle Nord und Big M. Und das ist jetzt vielleicht die Chance für Turtle Nord, sich jetzt hier drei weitere wichtige Punkte in der Meisterschaft zu sichern. Für Racing Battles, hier geht es hier wirklich nicht mehr um irgendwas, während sich Jalin aus den Ästen hinaus wegdreht und das nächste Safety Car ist draußen. Und Flickflack, der nutzt das sofort, um an die Box zu kommen. Ja, der war genau an der Box, genau vom Boxeneingang, als der Safety rausgekommen ist. Und die da vorne, ja, die konnten jetzt nicht an die Box kommen. Weil die jetzt schon hinterm... Nee, sind sie tatsächlich nicht. Denn, heißt, die Jungs, die Medium Runner da vorne, die haben jetzt noch die Möglichkeit, auf die harten Reifen zu gehen. Ja, und Schmidt, der nimmt das natürlich direkt aus, holt sich direkt die harten Reifen. Er muss da jetzt hier sich irgendwie wieder zurückkämpfen. Und Beta und Duda, die davon auch nicht vergessen, die machen zum jetzigen Zeitpunkt 25 Punkte. Das ist die Punktausbeute, die Turtle Nord alleine holen würde. Also die wären aktuell auch nur ein paar Punkte, vielleicht 10 oder so, hinter Turtle Racing. Also die darf man auch noch nicht ganz vergessen. Die Topfahrer bisher alle noch ohne Zeitstrafe. Der erste dann RL Beta mit der 30-Königin. Ja, und sie kommen alle rein. Allesamt kommen die Top-Jungs rein. Battlewolf Geist. Doch, der kommt auch rein. Das hatte ich übersehen. Acker. Doch, der war ja schon in der Box während der ersten Safety-Car-Phase. Der kommt jetzt, kann weiterfahren. Und, ja, der ist locker in Führung. Dem hat die Safety-Phase eher geschadet, denn jetzt ist der Vorsprung, den er hatte. Ja, der ist jetzt zunichte gemacht. Beta, der musste ebenfalls weiterfahren, weil der auf den harten Reifen gestartet ist. Ja, und die ganzen Fahrer, die auf der ersten Safety-Phase an der Box waren, die hat jetzt alle nach vorne gespült. Und auf einmal, Beta und Duda. Kuckuck Racing jetzt wieder mitten im Spiel und auf Platz 2 in der Meisterschaft. Wow, also das sieht man einfach mal, wie schnell es gehen kann. Wie schnell sich das Ganze wenden kann. Und ja, du hast absolut recht, Beta, zu deinem Zeitpunkt, wo du die Nacht geschrieben hast, von Platz 19 auf Platz 8 vorgefahren. Jetzt ist er Zweiter. Aber natürlich, der muss noch an die Box. Und somit geht die ganze Richtung leider für Kuckuck Racing nicht auf. Aber Prinz, geh du mal schlafen. Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe. Dann kannst du dich auch ein bisschen beruhigen jetzt nach dem bitteren DNF. Und wenn die Mexiko eh nicht liegt, dann, ja, dann lieber auf der Strecke, wo man eh scheiße ist, dann DNF gehen, als dann irgendwo anders. Aber zum Beispiel für Duda, für den war das jetzt super. Ach, ja. Für die Jungs hier, für die Jungs von 236X069. Ich kann nochmal die Tabelle einblenden, da sehen wir es. Denn die würden sich jetzt ordentlich rankämpfen nach da vorne. Zum jetzigen Zeitpunkt, denn die müssen beide nicht mal in die Box. Das Ganze mit der Blitztabelle ist jetzt ein bisschen schwierig in meinem Kopf. Also an Zero Racing würden sie auf jeden Fall vorbeikommen. Und an Turtle Racing, das wird sogar eng da vorne. Die könnten da auch noch eine Rolle spielen, aber ja, die Turtle Nord und Schmidt, die haben beide die besseren Reifen. Jetzt auch, wenn es nur ein paar Runden sind, die werden sich da auch wieder zurückkämpfen. Und jetzt, weil da jetzt noch mehr Teams im Spiel sind, wird das Ganze mit der Hochrechnung der Blitztabelle sehr kompliziert. Also falls irgendwer im Chatbox hat, das Ganze jetzt irgendwie zu machen. Wenn man da Beta jetzt mal außen vor lässt.
Wo jetzt die Hochrechnung natürlich noch wenig bringt, weil halt Beta auch noch an die Box muss. Und vielleicht gibt es dann ja noch die eine oder andere Safety-Phase. Und da habe ich dann leider das Dokument da nicht gerade parat. Ich habe mal bei Markus nachgefragt, ob der vielleicht das Dokument hat, dass ich das einfacher machen kann und dann nicht im Kopf. Das Safety Car kommt auf jeden Fall in diese Runde rein und somit gibt jetzt Acker das Tempo da vorne vor. Und er bestimmt jetzt, wie schnell gefahren wird und wann Gas gegeben wird. Für ihn ist es natürlich jetzt auch super, dass er Beta hinter sich hat. Denn der dürfte einerseits ein bisschen langsamer sein. Und andererseits ist er auf den älteren Reifen und dient er möglicherweise auch als Bremsklotzkrieger. Ist auch nicht sein größter direkter Konkurrent. Die ersten großen Konkurrenten, die kommen erst auf Platz 7 mit Psycho. Jetzt geht's los. Acker hat den Start einigermaßen gut erwischt. Wer den Lopez erwischt hat, ist Krieger jetzt bereits zurück gegen Beta. Da sein ERS-Verfolger saugt sich ran an den Grupp Racing-Fahrer. Und setzt sich auf die Außenseite in die erste Kurve. Konnte sich da erst nicht ganz richtig entscheiden. Macht das hier mit auf der Außenseite mit dem besseren Grip, ja? Er macht es erstmal. Und Duda, der quetscht ist da auch Trick mal an seinen Teamkollegen vorbei. Peter geht dann noch ein bisschen gegen mir, aber du musst einsehen, dass er langsam ist. Und jetzt ist seine Aufgabe, dahinter irgendwie die Fahrer aufzuhalten. Mit KC Raisen und so weiter und so fort. Dass es mit Duda hier einfacher wird, hier die dicken Punkte zu holen. Vor allem als Teamleader, da sollte ihm natürlich sofort klar, dass er hier nicht groß fighten darf gegen seinen Teamkollegen. Und er macht das auch direkt gut. KC Raisen hat es direkt mal mit einem Move probiert, aber da ist er nicht vorbeigekommen und Psycho hat sich jetzt auch direkt die erste Position geschnappt nach dem Safety Restart an Klickler vorbei, der jetzt hier auch direkt ein bisschen was an Übersteuer bekommt und er ist erstmal vor und auf Position 6 Duda mit der 3-sekundigen Zeitstrafe und das ist jetzt natürlich bitter, das ist jetzt noch wichtiger für ihn, dass Beta da jetzt die Leute ein bisschen aufwerfen, da gab es eine Kollision zwischen Mrs. Million und Flickflack und es gibt das nächste Safety Car. Und Big M, der hat ebenfalls einen Fehler gemacht. Der muss ihn jetzt zurückfallen lassen auf Position 12. Und ich glaube, da gab es noch eine leichte Berührung zwischen ihm und Alex. Aber das nächste Safety Car ist draußen. Leider bekomme ich jetzt nicht das Dokument, weil Markus säuft. Nee, sauft, das ist das richtige Wort. Aber die 3 Sekunden Zeitstrafe ist natürlich sehr bitter für Duda. Aber wenigstens konnte er jetzt hier die eine Runde nutzen, um an Beta vorbeizukommen. Dass er dann sofort da beim Safety Car Restart dann irgendwie da alle Jungs hinter sich irgendwie aufhalten kann. Das sehen wir auch schon. Beta, der lässt ja jetzt schon eine größere Lücke. Aber ich schließe den wieder auf. Ich dachte schon, was macht der denn da? Aber. Ja, für Turtle Racing, für die sieht es gerade nicht so gut aus. Die sind nach hinten gerutscht, genauso wie Banana Racing. Aktuell in der aktuellen Hochrechnung. Zwischen den beiden, wo wir jetzt noch nicht den Boxenstopp von Beta einrechnen. Turtle Racing, ich hatte die ganze Zeit noch die Tabelle offen. Upsalala. Obwohl wir jetzt die Tabelle wieder brauchen, aber danke, dann weiß ich jetzt für den zweiten Safety Car Restart. Wir haben den Turtle Lord auf der 8. Und die sind 4 Punkte hinter, 2 Punkte hinter Banana Racing vorm Rennen. Hol ich dann 14 Punkte. Schmidi auf Platz 12 holt sich 9 Punkte, somit dann 21 Punkte. Banana Racing mit Platz 9 und 11. Holen sich 22 Punkte. Also die würden zum jetzigen Zeitpunkt sogar ihren Vorsprung um einen Punkt ausbauen. Aber man darf Duda davon nicht vergessen.
der jetzt da wichtige Punkte holt mit seinem dritten Platz. So jetzt die Zeitpunkt 25 Punkte und da jetzt einen ordentlichen Schritt nach vorne machen würde. Und allein Duda, allein mit alleine Duda, wäre Kuckuck Racing jetzt vorbei an Turtle Racing. Und in der Hochrechnung, jetzt habe ich vergessen, wie viele Punkte die hatten. 22 Punkte. Und punktgleich. Punktgleich mit Banana Racing. Und das alleine durch Duda. Also die hatten wir nach dem Qualifying eigentlich schon abgeschrieben, Kuckuck Racing. Und die Jungs von Turtle Racing eigentlich schon als den zweiten Platz hier, zum zweiten Platz hier erklärt. Aber durch ist das Ganze noch nicht. Auch wenn jetzt hier Psycho und Big M hier gerade auf den letzten 614 sind, das macht keinen Unterschied. Die haben so einen Vorsprung, das sind 44 Punkte. Also die müssten schon beide DNF gehen und dann müssen wir irgendwie andere große Punkte bei irgendeinem der Teams dahinter sehen. Also entweder von Banana Racing, Turtle Racing oder Kuckuck Racing, dass die hier sich hier die dicken Punkte holen. Aber das ist alles nicht in Sicht und somit haben die sich, ja, dass das durch war da vorne, war eigentlich schon vor diesem Rennen klar. Und da hat man das Rennen eigentlich nicht mehr gebraucht. Die waren davor eigentlich schon Sieger dieser 50% Meisterschaft gekrönt. So, Rico, Tabelle ist weg und somit können wir jetzt hier... Ist da jetzt wieder mein Kabel rausgeflogen? Nee, mein Mikrofon läuft noch. Also, Acker hat zum zweiten Mal. Führt er jetzt das Ganze hier an nach nur einer Runde Racing. Gebt er jetzt hier wieder an der gleichen Stelle Gas, wie schon vorhin und wie auch schon das vorher Psycho gemacht hat. Krieger hat diesmal nicht ganz so gut erwischt. Wie eben. Und Duda den Rückhält auch schon bei hinten, saugt sich daran in seinen Windschatten, kann aber noch nichts machen. Psycho, jetzt schon vorbei an Raisin, aber die liefern sich da immer noch ein Battle jetzt hier in die erste Kurvenkombination. Rad an Rad geht hier wie die beiden. Und Psycho ist da durch, denn der hat jetzt hier die bessere Linie dadurch und ist vorbei. Duda hat jetzt probiert sogar gegen Krieger, damit ich gar nicht mehr gerechnet. Jetzt hier auf der zweiten langen Grad. DS ist jetzt noch nicht deaktiviert. Duda setzt sich auf die Innenseite hier im Kampf und Platz 2 hier in diesem Rennen. Krieger jetzt aber wieder mit der Innenseite. Da geht noch die leichte Berührung zwischen den beiden. Und Peter jetzt neben der Strecke probiert es hier mit dem Manöver gegen Jeno Psycho. Jetzt zeige ich auch wieder auf die Innenseite. Flickflack hat jetzt echt verlassen, aber der war ja eh schon DNF. Also jetzt ist hier scheißegal. Das sehen wir jetzt aber mal. Hier haben wir 5, 6 Autos. Alles hat innerhalb von einer Sekunde richtig ähnliches Racing, was wir hier sehen. Und Peter hat natürlich hier den größten Nachteil. Der hat hier die ältesten Reifen und Psycho hier. Eine der besten Racing-Reifen in der Zeitschraube direkt hinter Psycho. Wundervolle Kamera, die wir hier haben. Zwar nicht um die Action im Fight hier einzufangen, sondern einfach um allgemein die Action hier zu zeigen. Was für Luda jetzt ein bisschen bitter war, ist, dass Beta es nicht geschafft hat, die Position gegen Krieger sich wiederzuholen. Nachdem Duda da jetzt bereits vorbeigekommen ist, aber war es natürlich für ihn gut, dass er sich jetzt die Position geholt hat. Und somit ist er jetzt alleinig. Alleinig, ohne die Hilfe von Beta sogar schon vorbei an Turtle Racing und an Banana Racing. Klicklack jetzt vorbei an Gutsy Raisin, der jetzt hier nochmal mit der deutschen Engellinie probiert, um jetzt hier den besseren Exit zu bekommen, den besseren Run hier aus der Schikane. Im Windschatten kann er dann trotzdem nicht mithalten, weil Klicklack dann hier sein ganzes ERS verballert. Psycho jetzt vorbei an Beta, der hier nochmal alles versucht, um den da irgendwie hinter sich zu halten. Denn das ist sehr wichtig, dass der den hier so lange wie möglich hinter sich hätte halten können. Für Duda, dass der da einen größeren Vorsprung da vorne hat. Aber jetzt ist Psycho daran vorbei. Und sobald er auch ein Krieger vorbei ist, ist das Monster freigelassen. Und der Dreher, Klicklack, ist raus in den Netzes. Hat sich da weggedreht und ist jetzt auf dem letzten Platz. Sehr bitter für ihn. Und Dirt Lord vorbei an Katze Raisin. Und die sind da jetzt alle durch diese ganzen Dreher und Fehler nach vorne gekommen. Und somit wird es jetzt wieder schwieriger für Duda, das alleine zu reißen, weil Beta ja gleich noch an die Box kommen muss. Jetzt ist das Ganze wieder auf den Kopf gedreht. Jetzt ist auch das DS aktiviert. Zwar auf dieser gerade noch nicht, aber Psycho, der braucht das DS gar nicht. Denn der hat den Windschatten und der saugt sich ran hier an Krieger, setzt sich auf die Innenseite dann gleich für die erste Schikane. Aber der Run, der dauert noch Ewigkeiten bis hin zum Anbremsen und ist jetzt schon davor. Kann er sich jetzt da auch halten?
die Innenseite hier in diese Kurve ist meistens auch der bessere Run, weil du dann jetzt hier auch in die weitere Linie gehen kannst. Und das reicht dann auch für Psycho. Und er ist vorbei und vor auf Platz 3. Und jetzt ist die Jagd auf Dude eröffnet. Und hier dahinter, die klopfen auch alle schon an Krieger an und versuchen da irgendwie mitzuhalten. Vor allem aber Beta, denn ja, der hat hier die ältesten Reifen von allen, die schlechtesten Reifen von allen. Und Turtle Lord möchte jetzt so schnell wie möglich vorbei, um sich hier die wichtigen Punkte in der Meisterschaft zu sammeln. Ich möchte jetzt keine Hochrechnung machen, weil das zu lange dauert. Und sobald ich die einmal durch habe, ist das Ganze schon wieder durcheinander gewürfelt. Und wir haben schon wieder eine andere Punktekonstellation. 14,5 Runden sind noch in diesem Rennen zu gehen. Und es ist noch nicht klar, wer sich hier den zweiten Platz holt in der Meisterschaft. Es ist noch alles drin, weil Peter blinkt hinten der erste Knopf. Daran sieht man einfach mal, wie sehr der hier kämpfen muss, um hier diese Position zu verteidigen. Aber der macht das ganz gut, auch wenn es mit dem DRS schwieriger wird, obwohl er noch im DRS drin ist. Und Krieger, der ist nicht mehr im DRS drin. Psycho, neue schnellste Rennrunde 1, 19,8,5,1. Der erste, der jetzt hier sich in den 90er Zeiten vorwagt. Und Turtle Lord, der zieht jetzt vorbei. Und Peter, hier das DS hat Peter hier nicht gerettet. Und Turtle Lord ist da jetzt vorerst erstmal vorbei. Natürlich schön gewesen für Peter, den jetzt ein bisschen länger dahinter zu halten zu können. Aber letzten Endes ist es egal, weil der da ja eh wieder an die Box kommen muss. Es ist bitter dann für Peter, dass er auf den harten Reifen gestartet ist. Und dann, Leute, zieht er noch an Krieger vorbei. Weil Krieger nicht das DS hatte, weil es hier nur einen Messpunkt gibt. Und dann, Leute, schnappt sich jetzt hier innerhalb von 2 Graden 2 Leute auf einmal. Und somit haben wir dann jetzt wieder ein Turtle Racing auf Platz 2 in der Meisterschaft. Zumindest dann, wenn Peter dann zu seinem Boxenstopp reinkommen wird. Dann haben wir nämlich wieder die beiden Fahrer von Turtle Racing auf Platz 2 in der Meisterschaft. Schmidi, der hat hier gerade große Probleme, sich durchs Feld zu kämpfen, denn er hat hier gerade größtenteils nur schnellere Leute vor sich, die ungefähr auf dem gleichen Base-Level sind. Jetzt hat er aber den deutschen Personal hier aus den Händen rausbekommen, setzt sich auf die Innenseite hier und den Eingang in die Stadion-Section und ist vorbei und vor auf Position 9. Das sind weitere wichtige Punkte für das Team. Und Steven dreht sich hier am Eingang ins Stadion weg und der stand da, glaube ich, Big Emma noch ein bisschen im Weg, sodass er ein bisschen Gas geben musste. Und Acker, der kommt jetzt sogar wieder an die Box. In Führung liegend holt er sich jetzt einen neuen Satz Reifen, nämlich die Mediums, weil er gemerkt hat, okay, ich werde da keine Chance haben gegen Psycho und holt sich jetzt hier den. Und das gleiche geht für Raisin, die jetzt hier auf die Zwei-Stop-Strategie gehen. Das ist natürlich hier sehr riskant. Im Kampf hier gegen Terror Racing, da ist es nämlich auch noch nicht vorbei. Die sind nur 5 Punkte dahinter. Und Battlewolf Geist ist aktuell auf Platz 9. Also zu dem Zeitpunkt wären sie vorbei gewesen an Tyrrell Racing. Ob das jetzt der richtige Call war, ich weiß es nicht. Aber da haben die jetzt die beiden die besten Reifen hier im Feld. Und Banana Racing hat das jetzt wieder vorgespult. Spült auf die Plätze 6 und 7. Und somit hier von den Plätzen 2 bis 8, da haben wir genau alle Fahrer, die hier um den Platz kämpfen. Und Big M, der hat hier einen großen Fährsteher, muss jetzt die Position gegen Steel Death aufgeben. Aber da haben wir unsere Fahrer, die hier um Platz 2 in der Meisterschaft kämpfen für ihre Teams. Bis auf Krieger, der sich dazwischen gemogelt hat. Der ein sehr starkes Rennen hier für Flat Out Racing hier liefert. Was wichtige Punkte für die sein wird im Kampf gegen Raidsbang als MPG. Wenn er das hier nach Hause fahren kann. Finde ich natürlich super, dass Beta jetzt die ganzen Jungs dahinter aufhält. Nämlich namentlich Tim Alex Schmidti. Jetzt probiert aber Tim mit dem Manöver und mit Hilfe des DRSs. Peter hat auch kein ERS mehr und somit keine Chance dafür ihn, da irgendwas zu reißen. Problem ist jetzt für Peter, er hat jetzt immer noch kein DRS. Und Alex, der hat doch DRS. Und der hat auch noch ein bisschen was noch an der ERS-Batterie im Gegensatz zu Peter. Und das ist vielleicht auch noch die Chance für Alex, da möglicherweise auch noch vorbeizuziehen. Aber nee, da ist er dann einfach dann zu weit weg. Muss sich dann dahinter einordnen. Kuckuck. RS. Ja, für dein Team, die Chance besteht immer noch. Und Peter, der probiert jetzt hier anscheinend irgendwie, sich zu einer Safety-Phase durchzuretten. Das ist jetzt die einzige Chance jetzt hier für Kuckuck Racing, um sich hier Platz 2 in der Meisterschaft zu sichern. Und da konnte der, da haben wir genau den Cut gesehen. Da hat das Strafensystem zugeschlagen und gibt Peter die 3-sekündige Zeitstrafe. Und da sehen wir auch einfach mal, wie schnell er jetzt die Team fahren kann. Er hat sich direkt abgesetzt und ist sofort dran hier an Krieger.
Das sind natürlich dann auch wieder wichtige Punkte für Banana Racing. Denn die haben ja den 2 Punkte, hatten ja vor diesem Rennen bereits einen 2 Punkte Vorsprung vor Turtle Racing. Und dann ist dann auch jede einzelne Position wichtig, vor allem wenn es dann so eng ist. Jetzt kommt Peter in die Box. Es ging dann einfach nicht mehr mit den Reifen und wird sich dann wahrscheinlich ein Satz dann der Medium-Netz holen. Jawohl, da kommen die frischen Mediums aufs Auto draufgestellt und jetzt beginnt die Aufholjagd von Beta. Hier irgendwie sich jetzt hier noch nach vorne zu kämpfen. Tim vorbei an Krieger und jetzt sind auch Alex und Schmidi beide freigelassen. Schmidi hat hier mit dem Manöver probiert gegen Alex, hat er nicht ganz gereicht. Da war der jetzt wieder das DRS. Das gleiche wird aber auch für Alex gelten, denn er war zu dem Zeitpunkt noch hinter Beta am Messpunkt, denn der Messpunkt ist vor der Boxeneinfahrt. Somit konnte jetzt Alex hier nochmal dagegen verteidigen. Und die werden dann wahrscheinlich auch schon bei der nächsten DRS-Zone dann auch schon an Krieger dran sein. Und somit wird es dann auch wieder nichts mit einer Möglichkeit für Schmidt, der jetzt hier auch einen kleinen Fehler gemacht hat mit dem Viersteher. Da ist wieder ordentlich was an Zeit verliert und wer vorne völlig verpasst. Psycho hat die Führung sich hier in diesem Rennen geschnappt. Dass wir in diesem ganzen Tohuwabohu übersehen haben. Aber Alex hat es nicht geschafft, sich ins DRS-Fenster, ins rettende DRS-Fenster von Krieger zu setzen, der immer noch dran ist, tatsächlich auch an Tim. Schmidi musste sich aber wieder ein bisschen zurückfallen lassen. Und das wird auch eng geworden sein mit dem DRS. Hatte das DRS hier? Er hat es, ja, gerade noch so erwischt. Das war richtig, dass er das bekommen hat. Sonst wäre er wahrscheinlich auf ewig da rausgefallen. Jetzt kann er sich wieder ein bisschen ziehen lassen auf der Gerade. Aber das ist da eng. Man muss sich jetzt hier jeden einzelnen Punkt schnappen. Und Alex muss sich jetzt hier auch irgendwie wieder an Krieger rankämpfen. Ja, und was macht man jetzt bei Banana Racing? Tim möchte sich natürlich jetzt hier Turtle Lord schnappen. Aber ja, auf Dauer wird Tim die schlechteren Reifen haben. Somit dann vielleicht muss man eher Krieger dann abschütteln. Das ist dann das Ziel. Und wenn das dann nicht klappt, ja, dann einfach auf die Bremse steigen. Krieger ausbremsen, sodass dann Alex dann rankommt und dann da irgendwie vorbei. Denn ja, wie gesagt, jeder einzelne Punkt ist hier wichtig. Schmidi kam jetzt wieder ein bisschen näher dran durch die beiden DRS-Zonen. Jetzt hat er wieder das DRS hier auf der Geraden an Alex und kommt da immer näher ran. Und Alex selbst schafft es nicht an Krieger ran. Und Turtle Lord ist jetzt auch im DRS-Fenster von Duda. Das heißt, da gibt es dann auch gleich den Positionswechsel. Turtle hat zwar 3 Sekunden mehr als Duda. Aber trotzdem den Puffer dann zwischen sich und Tim zu haben, ist natürlich dann auch wichtig. Vor allem mit den 6 Sekunden dann letzten Endes, die ihm dann noch oben drauf gerechnet werden. Schmidi bringt es jetzt tatsächlich aber auch recht wenig, da jetzt vorbeizuziehen, weil er auch nur eine 5-sekundige Zeitstrafe hat. Würde also auch, wenn er vorbeiziehen würde, die Position halten. Aber wenn er halt dann einmal vorbeikommt, dann ist das einfach dann die Möglichkeit dann für ihn, Alex dann so auszubremsen, dass er dann keine weiteren Punkte holt. Kuckuck Racing, können wir jetzt hier eigentlich aus dieser Rechnung um den Kampf, den 2. Platz hier rausstreichen, dadurch halt, dass Beta dann da so weit nach hinten gefallen ist, nach seinem Boxenstopp. Und jetzt hier zeigt sich da auch Schmidi, der ist da richtig heiß, da jetzt irgendwie vorbeizukommen. Der jetzt hier seine Reifen wieder zum Leben bekommen hat. Krieger 30 Sekunden Zeitstrafe. Und das ist jetzt das Zeichen für Tim, da jetzt Gas zu geben. Da jetzt irgendwie in diesen 3 Sekunden zu bleiben. Das macht jetzt natürlich alles mit der Hochrechnung ein bisschen komplizierter. Und Krieger ist jetzt auch aus dem DRS-Fenster raus. Sehr wichtig für Banana Racing, den jetzt da rausgeschüttelt zu haben. Denn jetzt wird es einfacher sein, für Alex in diesen 3 Sekunden zu bleiben. So, jetzt mit Zeitstrafen und so weiter. Ich blende die Zeitstrafen gerade nochmal ein. Und ich rechne das Ganze nochmal hoch. Also, Tim würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wäre er auf Platz 3. Würde somit dann 25 Punkte bekommen. Alex zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 5 bekommt dadurch dann 20 Punkte. Also 45 Punkte für Banana Racing. Somit dann 115 Punkte in der Meisterschaft. Turtle Racing. Jetzt vorbei an Duda. Zumindest probiert das jetzt hier. Wieder mit dem Switchback. Duda kommt, verlässt auch die Strecke. Und das ist die Möglichkeit für Turtle Racing, für Turtle Lord, jetzt hier nichts riskieren. Keinen unnötigen Dreher riskieren, der einem jetzt hier die Meisterschaft komplett versaut.
Aber Luther, der lässt sich natürlich jetzt nicht einfach hier. Und einfach so ohne Bedrängnis jetzt hier vorbei. Also, Rechting macht weiter. Banana Racing zum jetzigen Zeitpunkt bei 115 Punkten. Turtle Racing, die dürften dahinter sein. Der Turtle Norm mit Zeitstrafe wäre ja auf Platz 4. Das gibt ihm 22 Punkte. Und Schmidi auf Platz 7. Das gibt ihm 16 Punkte. Also nur 38 Punkte für die. Habe ich verrechnet? Ja, 45 Punkte. Nicht 55. Also, Banana Racing hat zum jetzigen Zeitpunkt 105 Punkte in der Meisterschaft. Und jetzt wieder das Manöver von Turtle Lord, die auf der langen Gerade gegenüber Luna. Ich muss jetzt leider immer wieder so ein bisschen den Bildschirm hin und her switchen, weil ich halt nebenbei mir noch die Rechnung angucke. Jetzt hat Turtle Lord hier die bessere Linie auf der Innenseite. Trotzdem, das bessere Momentum hat Luna bekommen. Dafür DLC ist wieder aktiviert bei Turtle Lord. Und somit ist er da jetzt vorbei. Und Tim, den ist da vorbei an Krieger. Stark gemacht von ihm und auch Schmidi vorbei an Alex, während ich hier die ganze Zeit die Hochrechnung gemacht habe. Alles verpasst. Also das muss ich jetzt leider auf meine Kappe nehmen. Da jetzt zwei Überholmanöver was zu haben. Aber da war dann einfach dann auch zu viel auf einmal. Und somit, ja, ist meine ganze Hochrechnung für den Arsch. Ne, obwohl tatsächlich nicht. Die Hochrechnung ist die gleiche geblieben. Also, zum jetzigen Zeitpunkt Banana Racing mit 115 Punkten. Und mit 105 Punkten, sorry. Und Turtle Racing mit 96. Also die sind gerade 9 Punkte dahinter. Die müssen da noch irgendwie Punkte finden, um da das Ganze in der Meisterschaft dann machen zu können dann letzten Endes. Was schon einmal wieder mal wichtige Punkte wären, wenn Tim jetzt hier an die Box kommt. Der holt sich hier die roten Reifen. Und somit ist meine ganze Hochrichtung für den Arsch. Vielen herzlichen Dank aber auch. Ja, aber der Reifenverschleiß in Mexiko ist sehr hoch. Und er hat dann gemerkt, okay, er schafft es nicht bis zum Ende durch. Und kommt jetzt auf die Box und raus auf der Strecke. Auf Platz 11 und somit wieder Turtle Racing. Mitten im Spiel. Der Kampf hier zwischen Banana Racing und Turtle Racing ist hier noch nicht durch. Schreibe mir mal nach hinten, denn da kommt Miss Mean an die Box. Da war keine Bohrmanöver vom Klick-Lack. Also, aktuell Turtle Nord auf der 3 gibt ihm 25 Punkte. Schmidi auf der 6. Aber wenn das so weitergeht hier mit den Abständen, dann purzelt der gleich wieder vor. Nee, ist scheißegal. Vergiss es. Aktuell auf der 6. Somit dann 18 Punkte für ihn. 25 plus 18. Das sind 43 Punkte für Turtle Racing. Akka schiebt sich jetzt vorbei an Battlewolf Geist. Den darf man auch nicht vergessen. Der kann jetzt hier auch noch gleich eine Rolle spielen. Wenn er nämlich in die 5 Sekunden von Schmidi kommt, dann wird er auch wieder Punktplätze verlieren. Und somit sieht es auch so aus aktuell mit seiner Pace. Und Tim, der macht jetzt hier auch nicht wieder das Überholmanöver. Also die Hochrichtung werden wir tatsächlich erst in der letzten Runde richtig machen können. Steeler Death kommt jetzt auch an die Box mit seinen Mediums. Also die Hardrunner, die ist dann jetzt bei der Boxen, die jetzt an der, während der Boxenphase auf die Mediums gegangen sind. Es hat für die nicht gereicht, bis zum Ende durchzufahren. Sehr bitter. Und Beta, der kommt ebenfalls an die Box. Also Kuckuck Racing, die können wir komplett aus diesem Kampf rausstreichen. Es ist nur noch der... Oder können wir? Ja, können wir. Es ist nur noch der Kampf zwischen Turtle Racing und Banana Racing. Und Tim muss jetzt hier so viele Plätze wie möglich gut machen. Der hat sich jetzt hier auch direkt mal... Die schnellste Rennrunde... Lila im ersten Sektor. Ich weiß... ich weiß nicht, ob Punkte für die schnellste Rennrunde vergeben werden. Müsste. Das sind nämlich dann 2. In der Serie müssten Punkte für die schnellste Rennrunde vergeben werden. Ich frage mal kurz Markus, auch wenn er gerade sauft.
Denn das wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter machen. Denn Tim, der holt sich jetzt in die schnellste Rennrunde. Somit 2 extra Punkte für Banana Racing. Zumindest wenn das Ganze stimmt. Und Alex lässt sich hier weiterhin ziehen, währenddessen Schmiedi immer näher angekommen an den Krieger. Macht aber keinen Unterschied. Zumindest nicht für Schmiedi, dafür aber für Alex. Und Akka ist jetzt auch schon in... obwohl Akka hat sich auch noch eine 30-minütige Zeitstrafe geholt. Somit ist das Ganze jetzt erstmal für die Katz. Da muss er jetzt ins 2-Sekunden-Fenster von Schmiedi kommen, dass der sich hier noch Position holt. Tim, zum jetzigen Zeitpunkt, würde vor Ort schon auf Position 9. Durch die Zeitstrafen, die jetzt alles hier nicht einfacher machen. Also, zum jetzigen Zeitpunkt. Turtle Nord, 25 Punkte für Platz 3. Schmiedi für Platz 6 immer noch 18 Punkte. Somit wieder dann 43 Punkte für Turtle Racing. Also 101 Punkte in der BM Banana Racing. Mit Alex aktuell auf der 4 mit beinahe Grid durch die Zeitstrafe von Krieger. Bekommt somit auf Platz 4 auf 22 Punkte. Und Tim aktuell auf Platz 9 mit 12 Punkten plus 2 Punkte. Das sind 24 Punkte. 14 Punkte. Somit dann 36 Punkte für Banana Racing. Und das sind 96 Punkte. Da fehlen noch Punkte. Die sind aktuell 5 Punkte dahinter. Wie es mit dem besseren Ergebnis aussieht. Ich weiß, das dürfte dann bei Turtle Racing sein. Ich weiß nicht, ob das dann das Rennergebnis ist oder einfach die Punkteausbeute. Denn die liegt bei 35. Und somit hat dann da Turtle Racing den Vorteil. Das heißt, sie müssen dann nicht nur gleich ziehen, sondern auch noch vorbei mit den Punkten. Also Tim muss, wenn er jetzt in die 6 Sekunden vom Battle of Geist reinkommt, das bringt ihm gerade noch relativ wenig. Denn das sind nur 2 extra Punkte. Und somit 98 Punkte. Und dann würden da noch 3 Punkte fehlen, um gleichziehen zu können. Mit Banana Racing. Mit Turtle Racing. Es sei denn, ich verzapfe hier gerade absoluten Bockmist. Hoffen wir mal nicht. Jetzt ist er in den 6 Sekunden. Und somit hat jetzt Banana Racing 8 und... Nee. Er ist gerade auf Platz 8 und Schmiedi! Jetzt habe ich es ausgeblendet. Schmiedi, der Fehler! Und das wirft die ganze WM durcheinander. Schmiedi, der wirft jetzt hier einen zweiten Platz vor Turtle Racing in der WM. In der vorletzten Runde dieser Meisterschaft weg. Das war's für Turtle Racing. Es sei denn, die hauen jetzt hier auch noch bei Banana Racing auch noch so einen Fehler raus. Denn zum jetzigen Zeitpunkt war es das für die beiden. Banana Racing holt sich hier den zweiten Platz zum jetzigen Zeitpunkt in der WM. Und ja, natürlich Racing Fantasy, die holen sich Platz 1. Darüber muss man nicht streiten. Schalten wir hier noch um zwischen Klicklack und Steel of Death. Klicklack hat sich vorbeigeschoben an Steel of Death und bleiben wir dann einfach nochmal die letzten paar Runden hier, obwohl es hier auch noch spannend wird. Zwischen Beta und Mrs. Million. Aber, ja, aktuelle Hochrechnung. Turtle kann sich hier gleich sogar noch mehr Punkte holen, wenn er jetzt noch außerhalb des 3-Sekunden-Fensters von Duda kommt. Und danach sieht es gerade auch aus. Das sind, ja, jetzt ist er außerhalb des 3-Sekunden-Fensters von Duda. Und somit wäre es gerade nochmal mehr extra Punkte. Also wird es hier... Es ist hier noch nicht durch. Und die Hochrechnung, die wird erst am Ende aufgelöst, weil ich hier gerade, also bleiben wir bei Psycho, denn der hat die gleich schon gewonnen. Also aktuell, Turtle Nord bekommt, was haben wir denn hier? Turtle Nord bekommt 28 Punkte. Sein Teamkollege Schmiedi bekommt für den 9. Platz 12 Punkte. Also sind das 40 Punkte. Psycho hier, letzten paar Kurven für ihn hier in diesem Rennen und somit gewinnt er das Ganze hier. Und sichert sich dann auch den ersten Platz für Racing Blood FC. In der Meisterschaft Turtle Lord kommt er hinter ins Ziel.
Der hat dir alles gegeben. Hochrechnung läuft gerade noch. Also das sind zum jetzigen Zeitpunkt 40 Punkte für das Team Turtle Racing, die sie hier holen. Also somit sind die gerade bei 98 Punkten. Banana Racing, vierter Platz von Alex, gibt ihnen 22 Punkte. Und Tim bekommt auf dem siebten Platz 16 Punkte plus die zwei Punkte der schnellsten Rennrunde. Und somit haben wir einen Sieger. Banana Racing ist auf Platz 2 in der Meisterschaft mit 100 Punkten gegenüber zu 98. Es ist tatsächlich dieser eine Fehler von Schmidti. Der es da weggehauen hat. Und darf ich es euch mal erzählen? Hier. Zwei Zehntel haben mir gefehlt. Dann hätte sie nämlich noch Battle of Geist geschnappt. Und ja, das wären dann zwei Punkte gewesen, um dann gleich zu ziehen. Mit den beiden, dann wären beide Teams auf 100 Punkten. Und somit dann Turtle Racing dann mit dem besseren Ergebnis dann vorne. Turtle Lord hat da alles gegeben, hat dann nochmal da das 3-Sekunden-Fenster rausgefahren da vorne. Aber es hat einfach nicht gereicht. Es hat nicht sein sollen. Der Fehler von Schmidti am Ende hat es dann weggehauen. Big M hat die schnellste Rennrunde. Bin ich eigentlich blöd? Ich bin absolut blöd. Big M hat die schnellste Rennrunde geholt. Da hast du absolut recht, hier, MK. Das hatte ich eben übersehen. Somit habe ich gerade möglicherweise gerade ein falsches Ergebnis rausgerufen. Also, ich blende euch gerade nochmal ganz kurz die Tabelle ein. Da haben wir es. Banana Racing, 2 Punkte vor diesem Rennen. Vor Turtle Racing. Wir warten nochmal ganz kurz, bis das Ergebnis eingeblendet wird. Und wir sehen hier auch Turtle Racing, ihr habt das bessere Gesamtergebnis. Ich weiß aber nicht, ob das bessere Gesamtergebnis oder das bessere Ergebnis auf der Strecke zählt. Da hilft jetzt natürlich aber auch der zweite Platz von Turtle Racing. Ich glaube, das hat Banana Racing nicht erreicht, hier irgendwann an einen zweiten Platz. In China auf jeden Fall nicht. Und in Spa glaube ich auch nicht. Da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher. Da haben wir das Ergebnis. Jetzt mache ich mal in die richtige Position, damit wir das Ganze begutachten können. Also, wir haben Turtle Lord auf der 2, 28 Punkte. Schmidti auf der 9 gibt ihm 12 Punkte. Also 40 Punkte für Turtle Racing. Somit sind die jetzt bei 8 und 90. Danke, danke. Ich muss mich jetzt beeilen, warte. Wir haben schnellste Runde tatsächlich bei Big M. Somit dann Tim, Platz 7, bekommt 16 Punkte. Und Alex auf der 4 bekommt 22 Punkte. Beide Teams bei 98 Punkten. Beide Teams hier bei 98 Punkten. Und somit dürfte Turtle Racing sich hier gerade noch so den zweiten Platz gerettet haben. Gerade noch so, wenn ich mir sicher. Also, ich bin mir nicht zu 100% sicher, denn ich glaube, dass die auch das bessere Gesamtergebnis hatten. Und somit dann Turtle Racing auf der 2 in der Meisterschaft und Banana Racing auf der 3. Für den restlichen konnte ich jetzt nicht mehr die Blitztabelle ausrechnen. So, ich habe da kein fotografisches Gedächtnis. Das wird dann die Liga-Leiterentscheidung. Aber der Kampf um Platz 2 ist durch und gewonnen hat... Nee. Was habe ich gelabert? Turtle Racing hat gewonnen. Ja, meine Fresse, mein Gehirn ist absolut am Ende. So, und jetzt muss ich kurz, dass ich den... Wadid? So, da haben wir das Ganze nochmal. Also, wenn ich nicht blöd bin, GG, auf jeden Fall, Psycho, du hast das Ding da vorne absolut dominiert. Lass doch Interview, okay, ich bin sonst kein Fan von Interview, aber dann machen wir das heute einfach mal. Dann, machen wir das Ganze. Dann muss ich noch gucken, ich weiß nicht, ob ich mit allen befreundet bin, die es jetzt hier aufs Podium geschafft haben. Nee, tatsächlich nicht. Dann kümmere ich mich jetzt nochmal kurz darum. Das, dann machen wir, wenn du es so willst, dann machen wir das Interview. Ich muss gerade nochmal gucken, wer gerade. Achso, ja.
So. Dann noch Duda, der jetzt leider auch schon aus der Lobby raus ist. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm befreundet bin. Wenn, dann müsste einer von euch ihn zur Party hinzufügen. Aber dann mache ich jetzt dann schon mal die Party auf. Also, wir haben den Psycho, den ballern wir rein. Turtle Nord dürfte noch nicht. Doch, da haben wir Turtle Nord. Und bei Duda bin ich mir nicht sicher, aber den kann ich aber gerade mal so suchen. Duda 491, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir ihn. Somit dann jetzt alle zur Party hinzugefügt und kommt gerne rein zum Interview. Jetzt muss ich noch hier mein Mikrofon aktivieren. So, jetzt dürfte das Ganze auch hier über die PlayStation dann auch funktionieren. Und ich blende dann auch mal diese falsche Tabelle dann jetzt erstmal aus. Und hab ich hier irgendwo einen Text, den ich hier einblenden kann? Was ist denn dein PSN? Ich dürfte, also... Hab dich dann ja eigentlich schon, es lädt mein Twitch-Chat nicht mehr. Lord, ja, ich hab dich schon geaddet und du bist auch schon, beigetreten, ich genauso. Hier. Ich bin hier. Ja, wunderbar, dass, ihr beiden jetzt zu mir reingeschneit seid. Erstmal Glückwunsch an euch beide fürs Podium. Und, wenn die Hochrechnung stimmt, dann habt ihr den zweiten Platz, geholt, Turtle Nord. Also, ja. Laut meiner Hochrechnung seid ihr punktgleich mit Banana Racing, weil ihr das bessere Ergebnis hattet. Dürftet ihr dann vorne sein auf Platz 2, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, erstmal Glückwunsch an das Rennen und, dass du den zweiten Platz geholt hast. Wie war denn das Rennen aus deiner Perspektive? Ja, also das Quali lief eigentlich ganz gut. Da waren zwar noch ein, zwei Zehntel drin in der Quali-Zeit, aber P2 völlig zufrieden. Dann, der Start war auch ganz okay. Ich habe die Position gegen Acker direkt verloren. Aber das war zu erwarten, weil Acker hat jetzt auch nicht so schlechte Starts und ist ja auch kein schlechter Fahrer. Dann war die Pace ganz gut. Dann kam das erste Safety Car. Das hat Acker sich entschieden, reinzukommen, was meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung war. Kann ich ja gleich ihn auch nochmal fragen, wenn ich ihn anschreibe. Ja, und dann war die Pace ganz gut. Ich kann auch nicht mehr viel dazu sagen. Schmidli hat sich dann kurz vorm Ende, glaube ich, nochmal gedreht, was das Ganze nochmal ein bisschen knapper gemacht hat. Aber am Ende bin ich sehr zufrieden, weil Kisi hat mal wieder gezeigt, dass er Kisi ist und ist einfach vorne weggefahren, souverän. Ja, aber trotzdem GGs an Duda. Auch Duda sehr stark noch die Pace mitgegangen. Ich glaube, seine Reifen waren am Ende auch tot. Ja, aber GGs an Kisi und Duda. Und ich bin zufrieden, dass wir P2 jetzt in der KWM wahrscheinlich auch geholt haben. Ja, ich weiß gerade nicht, ob Ben Banana Racing hatten die in Spa einen zweiten Platz? Also ich hab in Spa gewonnen. Ach so, ja gut, dann habt ihr den zweiten Platz sicher. Okay, ja dann. Dann seid ihr offiziell Zweiter. Ich habe hier absolut verkackt. Ich will jetzt hier keine falsche Information verbreiten. Aber laut meiner Hochrichtung dürfte das alles stimmen. Und ja, absolut richtig. Das ist krank, ja. Und dann Psycho, erstmal Glückwunsch. Der ist gerade aber... Mute, da ist er wieder. Also, ja, Glückwunsch an dich, an den absolut dominanten Sieg und auch an den absolut dominanten Sieg jetzt in der Meisterschaft. Also, wie euer Team das da dominiert hat, das war echt unglaublich. Wie war das Rennen aus seiner Perspektive? Ja, also das Rennen, also erstmal GG an Turtle und auch an Duda, der war ja, glaube ich, jetzt P3. Wirklich starkes Rennen, hat wirklich Spaß gemacht. Ich sag mal so, dass... Quali war echt richtig gut, also die Zeit hat gestimmt, war wirklich alles perfekt eigentlich gelaufen und auch der Start vom Rennen dann. Dann hatte ich schon einen ganz guten Vorsprung rausgefahren, da dachte ich mir, oh, jetzt bitte kein Safety Car, dann kam es aber. Dann wurde es halt noch ein bisschen spannender, weil ja, ich dann draußen geblieben bin und der Acker ist ja, glaube ich, reingegangen. Und da dachte ich mir, vielleicht fährt er durch, genau wie der Duda, der ist ja aber am Ende ja nochmal reingegangen, wurde dann so ein bisschen die Spannung auch nochmal genommen. Ja, da haben die Reifen einfach reingegeben und die konnten dann einfach dann nicht die ganze Distanz dann durchgehen. Genau, also wie gesagt, also für mich war das Rennen echt ganz gut und ich sag mal, ich bin auch heute noch eingesprungen, weil ja, wir noch einen Fahrer bei uns gesucht hatten. Eigentlich war jemand anderes eingeplant für heute, dadurch ja, dass ich schon in Schieder gefahren bin.
Bin jetzt eingesprungen und hat natürlich dann irgendwie perfekt dann gelohnt. Und bin auf jeden Fall mega zufrieden. Und da geht auch natürlich noch ein Dankeschön dann an Teamchef von unserem Rennstall, dem Big M, also dem Marc raus, der echt ein geiles Team zusammengestellt hat. Sei es mit Patrick, dem Marcel, dem Bibinho. Das ist auf jeden Fall wirklich eine mega Sache, die er da zusammengestellt hat. Das macht einfach mega Bock und auch die Pace stimmt da mega. Und ich glaube, da haben wir auch gute Chancen für das Langstreckenrennen, auch von der Pace her. Und mich freut es natürlich, dass es in letzter Zeit echt ganz gut läuft. Ich sag mal, natürlich in der A-Liga war dann ein kleiner Dreher drinnen da mit dem Captain, aber ich sag mal, jetzt seit 3, 4 Rennen läuft es jetzt bei mir echt richtig gut. Und ich hoffe, da kann ich auch darauf anschließen. Und ja, GG auch an alle anderen, die durchgekommen sind. War alles echt ein bisschen verrücktes Rennen mit vielen Safety Cars. Und an dich geht natürlich auch nochmal ein Danke raus im Stream, dass du heute die Zeit genommen hast, nochmal zu streamen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, GG an Turtle nochmal. Ja, Danke, vielen, Face. vielen herzlichen Dank für diese super Worte, eine super Rennzusammenfassung und dann natürlich auch nochmal Glückwunsch an euch für diesen dominanten Sieg. Und ich, also ich glaube, also in Portimao, da gibt es keine Diskussion, dass ihr das jetzt, ist eigentlich jetzt schon klar, dass ihr das da holt mit eurem Team. Super stark und auch. Na, ich sag nein. Ich sag nein. Ich sag nein. Wir gewinnen das. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß ja nicht, ob jetzt noch eine Regelung rauskommt Da wird was kommen. bezüglich der Fahrer. Ich sag mal, das erste Rennen, das war ja einfach, ich sag mal, da haben wir uns natürlich sehr gut aufgestellt. Patrick und ich sind ja auch eingefahrene Mates in der Sonntags und auch in der A. Und wir wissen genau, wie wir fahren müssen. Wir haben das natürlich dann in China da wirklich einfach runtergefahren. Also wir konnten das ohne Probleme machen. Die Zeiten waren drin. Hatten da jetzt auch nicht so viel geübt. Also wir hatten mit Turtle Racing ein paar Trainingslobbys, aber war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, da habe ich genauso geübt wie sonst auch. Und das hat auf jeden Fall gut gezeigt. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall eine Regelung kommen, dass wahrscheinlich einer aus der D, einer aus der C, einer aus der B und einer aus der A fährt oder so. Oder ich habe keine Ahnung, wie das da am Ende des Tages genau geregelt wird. Bin auf jeden Fall gespannt. Also ich glaube, wenn es keine Regelung gibt, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ich könnte auch, glaube ich, vielleicht dann sogar dann anschließen. Das kann ich dir leider dann auch nicht ganz beantworten, wie das Ganze dann da geregelt ist. Aber ja, allein auch schon, wie ihr das in China dominiert habt, wie du das heute dominiert hast. Also trotz dann des Pace der Safety Cars, das ist einfach dann diese Pace unglaublich, dass das dann einfach keiner mithalten konnte. Dann einfach nochmal Ja. dann Glückwunsch an Es war euch aber. und Danke. viel Glück dann Ja, danke. an dein Team und auch an dein Team Turtle, Danke. dass ihr das Ganze dann auch dann in Portimao dann sauber zusammen. Es war eine geile Kurzserie, die wir jetzt hier zusammen hatten, auch wenn ich jetzt in Spa leider nicht kommentieren konnte. Aber das, was ich gesehen habe, war super unterhaltsam. Und ich hoffe dann auch für die Zuschauer und auch anscheinend dann ja auch für euch, dass es dann Spaß gemacht hat. Und dann kann man sich, glaube ich, auch schon auf Portimao dann am 29. Dezember freuen. Tragt euch in den Kalender ein. Und ja, ich denke mal, wir hören uns dann demnächst dann. Entweder dann am 29. Dezember. Wer da streamt, es steht, glaube ich, noch nicht fest. Ich glaube auch nicht, dass es ein Streamer dann durchmachen wird, weil das dann schon recht heftig ist. Und ja, genießt die Ich bin Winterpause. gespannt. Und wir hören uns dann allesamt dann nach der Winterpause dann hoffentlich spätestens wieder. Und ich wünsche euch beiden noch einen angenehmen Abend und auch den Leuten im Gleichfalls. Stream noch einen angenehmen Abend. Und ja, das war eine super Serie zum Zuschauen. Und ja, was gibt noch viel zu sagen? Tschö, bitte.